LOL. Hättet Regelblutung. Okay. So. Hallo und herzlich willkommen zu Alex. Hallo. Dem neuen Kanal auf YouTube. Mehr Abonnenten als Gronkh und PewDiePie gemeinsam. Ja, ja. Halt stets deine Schnauze, weil. Alter. Alter! Boah. Wir sind. Der Charakter ist schon fast wie ich, ne? Der hält seinen Kopf immer gerade, egal wie schnell er läuft. Naja, egal. So, wir sind hier bei einem Stream. Freitagstream. Ja, wir wollten einfach mal GTA Import und Export ausprobieren. Ja. Obwohl wir kein Geld haben. Ich werde es mir vielleicht holen. Hast du Geld? Nee. Ja, schon 1,2 Millionen. Das geht ja noch, ne? Also könnte schon mehr sein. And a Merry Christmas to you, Elliot. Ja, genau, fuck. Wir sind ja einfach bei einer random Lobby drin. Ja, wie läuft es eigentlich so mit der Musik? Ich hoffe auch nicht, dass die zu laut ist. Das ist immer so scheiße, ne? Weil Musik ist immer laut. Ja. Von deiner Seite her und im Stream ist er es aber nicht laut, weißt du? Das ist immer so ein Problem. Ja. Deswegen ist es gut. Ach, der Tobi ist auch da. Hallöchen. Weil sonst. Ja. Ah. Ich heiße nicht mehr so. Alles läuft jetzt gerade ab. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, dass ich jetzt Fürstel heiße, aber egal. Ich meine den Tobi, also nicht unseren Tobi, sondern mein Tobi. Ach so. Nee, von der. Swaggy Gaming Army, was auch immer. Ich weiß nicht, besteht glaube ich nur aus einer Person. Aber glaube ich auch nicht mehr lange, wenn mich nicht alles täuscht. Und die gehen ja glaube ich auch zu zweit zusammen oder du bist da drüben. Oder zu dritt, ich weiß nicht mehr. Aber er ist derzeit glaube ich noch alleine, ne? Ja, natürlich. So, gucken wir mal. Ja, In- und Outset, ich glaube ich, In- und Outset, genau. In- und Export. Ich glaube, ich werde mir nämlich so eine wunderschöne Garage holen. Jetzt fahren wir erstmal dahin. Kommst du mal mit zu mir? Ja, kannst du mich abholen? Wo bist du denn? Hier. Was ich jetzt komisch finde, dass mir die Zuschauer nicht angezeigt werden. Beziehungsweise wie viele Zuschauer ich gerade habe. Das wird mir irgendwie nicht angezeigt. Ich schau dir keiner zu. Hey Alex, das gefällt dir. Schau. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Das würde dir gefallen. Schnauze. Alex, komm schnell, bevor die Frau dich spawnt. Ja, ja. Schnell? Ja, ja. Wahrscheinlich, ne? Schnell. So, wo bist du denn? Von da unten. Hier drüben. Ein Block weiter. Ich bin schon auf dem Weg. Boah. Einfach um Ego. Was ist da so schön dran? Was soll da bitte so geil dran sein? Jetzt mal im Ernst. Nee, jetzt mal im Ernst. Was ist da so schön daran? Ich glaube, ich muss das Spiel ganz schön leise machen, weil das ist nicht gerade leise. Achso, nee, warte mal, ich mach das einfach anders. Direkt über Spiel. Das, was ich in der Hand habe. Schnauze. Ich muss jetzt mal. Unserer unzureichende Grafikspeicher. Was ist denn jetzt los? Ja. Genau.
Das reicht doch leicht. Oh, die Skyline. Weiß. Okay, was machen wir jetzt? Ich werde jetzt mal, du kannst jetzt mal die Schnauze da halten, weil ich will keine Grafik. Ich will nichts über den Grafik sprechen. Was wollte ich jetzt? Audio. Ich werde mir auch bald einen Popschutz kaufen. Mach ich das. Dann kann ich endlich. Dann kann endlich mein. Dann leitet ihr jetzt dann nicht mehr unter meiner Stimme. Ja, komm jetzt mit. Komm. Okay, tschüss. Bist so richtig leise bei mir, ne? So, schalt mal eine Musik aus, weil die ist echt zu laut. Ich werde dich mal lauter stellen. La 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 la. Außerdem singe ich auch noch mit. So. La 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 la. La la. So. La 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 la. Jetzt gucken wir mal zur Garage, wie viel so ein Teil eigentlich kostet. 1,5 Millionen. Bist du komplett behindert? Ich fahre nicht. Nee, der andere, der ist mir gerade reingefahren, der ist ein Bastard. Ich werde jetzt erstmal zum Büro fahren und dann gucken wir mal. Hey, wird das immer schneller, je schneller du fährst? Wie? Deine Hupe. Ja. Geil. Ist geil, ne? Mhm. Jetzt laufe ich wieder dagegen. Schön eingepackt. Wie in meinem Leben, da laufe ich auch immer gegen Türen. Das liebe ich so richtig. Das ist immer geil. Tweet, SMS! Wow! Oh. Ich habe eine Einladung bekommen. Swaggy Gaming ist als Zuschauer beigetreten. Besuche ich dich im Bild. Achso, weil ich. Ich habe den ich habe den alten noch aktiviert. Ich habe die alte noch aktiviert. Ja, das ist die Assistentin hier, die geht mir schon richtig auf die Schnauze. Jedes Wie heißt Mal, sie denn? Ja, ich weiß nicht. Ich nenne sie einfach Assistentin. Mr. Lomi. Mit der habe ich immer das Vergnügen. Am Abend im Bett. Richtig geil. Aha. Stell dir vor, wenn du ich wüsstest, wie die im Bett ist. So, erstmal gucken. Wenn du wüsstest, wie die im Bett ist. Oh mein Gott, da fällst du um. So, Fahrzeughandel. Spezialfach, das ist das alte noch. Was ist denn hier drin? Alter, da blinkt. Achso, da braucht man. Blinkt. Okay. Ja, was hier, das war das billigste. Jetzt schauen wir uns Autos an. Ja, genau. Nee, warte, das. Eine richtig das war das tolle billigste. Aussicht. Und ich habe aber das Geld nicht, das heißt, wir machen das auf die andere Art und Weise. Auch wenn ich sehr ungern mache, für Spiele irgendein echt Geld auszugeben. Haha, machen wir natürlich nicht auch. So, erstmal hier Store. Wie viel nehmen wir denn? 300.000 fehlen mir, das heißt, ich weiß nicht, soll ich so 1,2 Millionen nehmen? Oder ein 3,5er? Ich weiß nicht, 14,99, das reicht, glaube ich, auch so richtig. Ja, mit 3,5 kannst du dir dann auch gleich eine Karre holen. Der Schnösselbart, Hallöchen, willkommen im Stream. Ja, ich werde, glaube ich, das 1,2 Millionen nehmen. Oder 3,5 Millionen, ich weiß nicht. Wie viel kostet das eigentlich? 1,2 kostet 14,99 und das 3,5 kostet 37,99. Nee, ich nehme das hier. Zur Kasse. Oh, also ich glaube, ich muss jetzt gleich mal meinen Bildschirm. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal meinen Bildschirm wegschalten, wenn soll es ziehen und die ganzen Daten, die ich dann eingebe, und das wäre ein bisschen blöd, ne? Nein, wenn das Social Club nur nicht so lange laden würde, ne? Das ist ja auch schon das Riesenproblem dabei. Ach du meine Güte. Ich trinke ein bisschen Wodka. Ja, mach das, trink dich nieder, ne? Gin, Whisky. Trink so viel du willst, aber nicht, dass du ins Krankenhaus kommst, weil ich hol dich nicht ab. Ja, dann bin ich endlich mal alleine mit meiner Assistentin. Du brauchst mich doch. Was ist denn das jetzt, Alter? Warum dauert das so lange? Social Club, bitte. Alex. Macht mal was. Alex.
So, Store. Mir wird jetzt irgendwie schlecht. Ja, das kann ziemlich gut sein. So, noch jetzt. Ein bisschen Gin hinterher. Zur Kasse. Perfekt für die Verdauung. So, bitte. Es flimmert alles. Oh, es flimmert. Alex, eine Frage fett. Rechts oben, die Taskleiste von den letzten Followern stört die ein bisschen oder eher nicht? Ich hoffe natürlich nicht, ne? Alex, was ist jetzt los? Ach, hm? Richtig nicht. Sprich mit mir. Schnauze. Wir reden immer so. Wir sind ja ganz liebe. Nee, ich sag's jetzt lieber nicht. Liebers. Nee, passt schon. Nee, passt schon. Echt, reden wir über was vollkommen anderes. Ja. Über was denn? Ja. Sag. Wo ist denn dein Bett? Du bist ja erst 12 Jahre, also kannst du hier mal gar nichts hier drin sagen. Ja, genau. Ja, ist ja so. Es stört mich. Der Schlüsselbad ist der Abatmann. Freut mich. Ich kann irgendwie deine Tür nicht aufmachen. Entweder mein Charakter ist zu dumm oder ich bin zu dumm oder es oder geht du, nicht, weil nee, du bist zu dumm, glaube ich. Ich glaube, dass du es bist. Nee, du bist zu dumm. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Ich bin ganz böse. Dein Whisky schmeckt so gut. Kann gut sein, ja. Kann schön leicht möglich sein. Ey. Manchmal denke ich mir. Lass doch ein Gin hinterher und dann habe ich es geschafft. Manchmal denke ich mir schon, warum muss das Ganze hier so lange laden? Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich streame jetzt schon seit 11 Minuten und habe noch nichts gemacht. Ey, das dauert jetzt echt zu lange über Social, glaube ich. Ich glaube, das muss ich direkt übers Internet machen. Ein bisschen besser, glaube ich. Gucken wir mal. So, Rock. Nee, warte mal. Über Social Club geht das. Hinsetzen, mal übers Internet. Hinsetzen geht's ganz normal. Ja. Jetzt mache ich mal das hier über Rockstar Games Social Club übers Internet und nicht über GTA. Irgendwie lädt das ganz schön lange. So, Nickname. I want money. Do a barrel roll. Was? Bah, Alter. Du erbärst noch mal meine E-Mail-Adresse. Was hast du da für Akten? Kann ich das irgendwie lesen? Nein? Vielleicht so? Wenn, das sehe ich mir nur in die Fresse. So. Eine schöne Einrichtung hast du da. Ich frage mich eigentlich wirklich, woher du so viel Geld hast. Was machst du eigentlich für eine Mission, dass du so viel Geld bekommst? Alter, der Name von der Schnösselbart, der ist ganz schön hardcore. Der ist echt hardcore. Ist er dann? Kann ich gar nicht. Der Schnösselbart, der hat so eine grüne Farbe gerade. Und ich kann den Namen kaum lesen. Also wenn das ein neuer Zuschauer wäre, ich könnte den Namen nicht lesen. Meinst du das mit Krantelbart? Verstehe ich jetzt nicht. Ey, okay. Warte mal. War das nicht 97? Sehr antike Vasen hast du da stehen. Ja. Kannst du leider nicht betrachten, weil ich immer noch ein bisschen voll bin. Ey, Und deinen Säftlein hier. Bro. Ey, ich bin zu dämlich gerade, ne? Soll ich eigentlich draußen warten oder? Ich schau jetzt besoffen TV. Kannst du machen, mir egal. Hinsetzen. Wo ist Krantelbart? Fernseher einschalten. Einschalten. Kamera. Das mit dem Passwort nehmen wir, ne?
Ich find's nicht. Ich weiß mein Passwort nicht mehr. Von Social Club. Ach doch, das geht ja hier irgendwo, ne? Nein! Ah! Nein! Boah, Alter. Der ist auch YouTuber. Weiß ich dann nicht, ne? Okay. So, warte mal, ich muss jetzt mal kurz mein Spiel da wegklicken, weil sonst seht ihr alles. Das ist ein bisschen kacke. Sag mir dann, wenn du fertig bist. Ja. Station. Hoffentlich stimmt das. Bitte, 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 bitte. Ey, Alter. Schon. Ah. Wann bist du fertig? Weiß mich nicht. Das Einloggen hier jetzt mal gehen würde, ne, weißt du? Ey, Gott. Oh Mann. So, bearbeiten. Hast du vor dem Stream machen müssen? Ja, ich komm grad irgendwie nicht rein, ich weiß aber nicht warum. Hallo Creeper Kong. Schön, dass du hier bist. Verstehe ich jetzt nicht. Ich komme nicht rein. Es ist echt krass. Muss ich mal so eingeben. Was soll denn das? Ruf. Bola, Allen, ey, weißt du, der Robot, der Capture Code, der ist ja auch so behindert, ne? Tits, Tina, Still. Ey. Black Screen, ja, ich weiß, ich habe das kurz weggeschaltet, weil sonst könnt ihr bei mir alles sehen, meine Daten. Das wäre nicht so geil. Ich bin's aber gleich, es dauert ein bisschen. Adam unterstrich AD, den Namen könnt ihr lesen, das wisst ihr auch, den dürft ihr auch wissen, aber mein Passwort nicht. Alter, das ist mit den Passwörtern, ne? Das Problem ist, der Account ist ja auch schon, weiß nicht, 4 Jahre, 5 Jahre alt. Auf Social Club, den habe ich ja schon bei GTA 4 gehabt. Und jetzt, ich müsste das Passwort mal ändern. Alles klar. Area Hotel. Ich komme einfach nicht rein. Ich komme einfach nicht rein. Es ist ganz schön kacke. So, jetzt seht ihr wieder. Jetzt müsstet ihr wieder was sehen, ne? Also, jetzt probiere ich es nochmal hier. Das gibt's ja nicht, dass das alles lange lädt. Das ist echt kacke. Und nö, es liegt nicht im Internet. Draußen höre ich Explosionen. Ich höre keine. Du? Ich schon. Oh mein Gott. Ich bräuchte doch nur die 1,2 Millionen, dann wäre das alles schon fertig, ne? Oder ich verkaufe ein Auto um sehr viel Geld. Ich warte jetzt noch eine Minute und wenn es nicht funktioniert, dann verkaufe ich ein Auto. Nee, ich warte keine Minute. Was dauert denn? Das wird ja nichts. Ey, du Bastard, komm mal mit hier. Wo geht's denn hier raus? Hier. Hä? Komm mal mit. Ich werde jetzt ein Auto verkaufen, weil ich raste sonst aus. Was, Katz?
kurz für mich. Alle zu Fuß. Raska, kurz für mich ein Jumpscare. Wie ist ja, das DLC? Das Problem ist, ich spiele es jetzt zum ersten Mal seit gut 30 Minuten und ich habe noch nichts mit dem DLC gemacht. Sonst könnte ich das bewerten, aber derzeit nicht. Er hat kein Geld. Ja, und ich will jetzt ein Auto verkaufen, damit ich Geld habe. Und ja, mir dann ein Lagerhaus kaufen kann und dann kann es richtig losgehen. Das heißt, es wird jetzt vielleicht noch, weiß nicht, 10 Minuten dauern und dann haben wir auch schon ein Lagerhaus und dann geht schon los. Ist ein bisschen blöd gerade, ich war gar nicht so wirklich vorbereitet, ich habe ja auch kaum Zeit gehabt. Bevor ich das Stream angefangen habe, war ich vielleicht, weiß nicht, 30 Minuten zu Hause. Dann habe ich noch schnell gegessen und, okay, nee. Ich bin so circa um 7 Uhr nach Hause gekommen, also 19 Uhr circa. Ich habe noch kurz gegessen und dann... Was? Gleich. Zocken angefangen. Ja, jetzt ja, ich bin heute was. Ich bin heute am Mittag, so circa Mittag nach Hause gekommen. Es kann sehr gut sein, dass nächste Woche am Freitag am 23. auch schon nochmal gestreamt wird, aber das schon früher, das weiß ich noch nicht. Da habe ich auch schon früher aus, da habe ich ja um 12:30 schon aus. Wow. Wow, geil, ne? Nächsten Tag haben wir Weihnachten, wie wir alle wissen. Okay, da ist auch ein gutes Auto ja. Drin. Komm mal rein. Nein, bitte. kannst selbst hinkommen. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wo ich das gutes Auto stehen habe. Den Edder habe ich ja nicht mehr, den habe ich schon vor einem Jahr oder so gekauft. Ja, bitte nicht! Er möchte mich umbringen! Mann, warum? Töte den! Habe ich ihn voll auf den Kopf geschossen, nur er hat, glaube ich, so ein bisschen herumgebackt. Herumgeleckt. Alter. Was? Ja? Magst gehört. Du ein Weihnachtsspecial? Hätte ich auf die Schnelle so nicht geplant gehabt, aber kann gut möglich sein. Also der mit Stream, mir. Ja, der Stream hier, der gerade hier auf live ist, der wird auch auf YouTube hochgeladen. Das heißt, ihr könnt den kompletten Stream nochmal anschauen. Nee. Das Stream wird wahrscheinlich dann morgen hochgeladen. So, da ist auch ein gutes Auto. Okay, der Rolls Royce oder wie der da heißt, den habe ich, aber den will ich nicht verkaufen. Ja, ich bekomme niemals ein Auto um 300.000, das geht nicht. Das muss so funktionieren. Jetzt so? Nee. Das geht niemals. Ja, man kann leider kein Geld transferieren. Sonst könnte ich dir zumindest 300.000 geben. Ja, aber... Nee, ich weiß nicht. Also killst mich jetzt 20... okay, ist untertrieben. So 500 bis 1000 Mal. Ja, kannst du machen. Dass du dann das Geld bekommst. Viel Spaß. Wetten, dass das hier geht, oder? Hallo? Ich bin schon drin. Okay, das klingt falsch. Ich sehe schon, mein Charakter ist ziemlich dumm. So. Nicht nur der Charakter. wieder einstecken ja, und auf der anderen Seite wieder ein. Ja, das gibt's nicht, ne? Ich dreh gleich am Rad. Warum geht eigentlich mein Cowboy-Hut weg, wenn ich bei dir einsteige? Sind bei dir Hüte verboten im Auto oder wie? Ja, das ist verboten, das darfst du nicht tragen. Ey, wenn das Passwort, Brille aber schon. Ey, wenn das Passwort jetzt funktioniert, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Oh Gott. Das Passwort hier geht. Okay. So, da kann man das hier auch kaufen eigentlich von GTA. Mal gucken, öffnen. Wetten nicht, ich weiß jetzt schon, dass das nicht funktioniert. Nö. Das sind ja nur die Maps. Jetzt stellt sich wirklich die.
Nee, ich möchte das Passwort nicht speichern. Kann man hier übers Internet Shortcuts kaufen? Das möchte ich jetzt mal wissen. Oder Hallöchen Bär, was Bären die 32? Willkommen im Stream. Bin auch wieder eine Weile da. Lala. Ja, schön. Huch, der hostet mich. Irgendjemand hostet mich. Ach, das war ihr Gaming. Dankeschön. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich schaue einfach mal auf Steam, wo ich da irgendwo die Shortcuts herbekomme. Müsste eigentlich gehen. GTA 5? Gucken wir mal. Nö. Shortcuts. Doch, GTA Online Shortcuts. Ah, das ist sogar in einem eigenen Tab drin. Das ist ja geil gemacht. So. Kaufoption. Ach, das ist ja wunderschön hier. 1,2 Millionen in den Waren. Herr Alex, schau weg! Alex, schau weg! Alex! Ah, oh! So einfach geht's. Für mich selbst kaufen. Weißt du, was passiert ist? Ja, ich habe ein Auto neben deinem geparkt. Also, nee, dann Molotow drauf, dann ist wer in mein Auto reingefahren. Zumindest eine kurz spannende Stelle, an dessen Alex immer noch versucht, irgendwie das hinzubekommen. So, wo haben wir es hier? Was ist das? Nö. Ja. Okay, kann ich nicht mehr ausrauben. So. Alter, was ist mit diesen NPCs los? Was? Die fahren einfach durch, die fahren einfach gegen Wände. Das ist schön, ne? So, gleich haben wir es. Slow Motion Chat. Was? Slow Mo Chat? Slow Motion. Warum Slow Motion Chat? Ja, das bedeutet, wenn ich bin zusammengefahren. Das ist zum Beispiel gut, wenn dir ziemlich viele Leute zuschauen, die dir dann die ganze spammen. Du kannst so, das besser lesen. Nee, das habe ich nicht drin, das habe ich nicht drin. So viele schreiben ja nicht, ne? Obwohl heute ist es eigentlich relativ gut, ne? Für 3 Zuschauer. Hm, freut mich. Wenn du mich. Geht er heute noch, was? Oder habe ich jetzt das Geld schon? Nee. Hätte mich gewundert. Ah, jetzt. Okay. Muss man da eigentlich ein Update machen an den GTA? Wenn man Geld gekauft hat? Nee, laut dem hier nicht. Muss man wahrscheinlich auch das GTA Online rausgehen und wieder reingehen, oder? Schätze ich mal ganz grob. Lass dir mal einen Sub da. Der Creeper Kong. Ja, würde mich freuen, dankeschön. Wäre echt schön. Kommst du da, bist du mich langweilig? Ich gehe jetzt mal aus GTA Online raus. Warte mal, ich mache aber den Spawnpunkt anders. Nein! Spawnpunkt Ellipse Tower, Weasel, Conquer Ave, nee, das ist auch nicht. Okay. Private Yacht, Garage. Was ist denn eigentlich die Garage für ein Ort? Spawnpunkt, geht das? Weasel, kann man das auf der Karte ablesen? Muss ich mal gucken. So, wie geht das jetzt nochmal? Ansicht wechseln, so. Kong ist der Adapt Army bei der Dankeschön. So, online. Dankeschön für deinen Follow. Geht ja online verlassen. So, jetzt probiere ich das mal. Shortcuts.
Cash. Sag mir dann, wenn du wieder da bist, okay? Hä? Soll ich... Sag mir dann, wenn du wieder da bist. Ja, ja, mag ich. Cash-Cards kaufen, das ist jetzt auch ein neuer Tab, ne? Also vom Menü her haben sie GTA ein bisschen verändert, kommt mir vor. So, Alter, aber du hast doch einmal dieses Modded GTA GKA so also hier runtergeladen. Ja, ich hab's mir runtergeladen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ich muss noch mal schauen, aber. Weil, weißt du, was weißt du, das wäre so cool, weil man könnte einfach so einen richtig geilen Mod oder einen ja, ich weiß, es ist auch richtig oder geil. Sowas drauf tun. Ja, Grafikmod braucht sie nicht, aber... Das sieht ja noch viel besser aus. Sieht auch so schon geil aus, wenn man hier jetzt bei mir ein bisschen guckt, also wenn es regnet, sieht GTA echt geil aus. Ja, du mit deiner 1080er kannst du, weiß nicht, was runterladen. Ich habe nur eine Beschränkung von 4 GB. Obwohl, jetzt habe ich gerade nur ich hab, 60 FPS. Und ich spiele gerade... Also ich habe jetzt nicht irgendwie vertikale Synchronisation eingestellt. Ja, von der Grafik her spiele ich GTA auf sehr hoch. Und ich bin auf 3,6 GB circa. Und wenn du das jetzt in Ultra spielst, dann komme ich mit meiner sowieso nicht aus, glaube ich. Und würde ich auch nicht, weil warum soll ich in Ultra spielen? Sicher sieht's geil aus, aber ich weiß nicht. Ich habe so eine Tiefenschärfe drin. Ja, natürlich, aber ob das so einen Sinn hat, ich weiß nicht. Sicher sieht's geil aus, ne, aber ja, brauche ich nicht, weißt du, weil... Wie lange dauert das noch bei dir? Ich bin dir gerade am Beitreten. Ja, oh, okay. Natürlich sieht's geil aus, ne? Also jetzt zum Spielen reicht sehr hoch leicht aus. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen GTA-Film machen möchte, ne? Das heißt mit Banküberfall, ja, so richtig realistisch, so einen 1,5-Stunden-Film machen. Da ja, sieht's bestimmt geil aus in Ultra, ja? Da kann man umstellen, aber oder so, wenn du so einen Grafikmod drin hast. Ja, das ist nie jetzt im Online-Modus mit anderen, meine ich jetzt. So. Ja. Okay, ich hab das Geld. Ja, wenn das gehen würde. Ja, ich schaue sowieso nochmal, also zu Weihnachten werde ich bestimmt nochmal schauen, wie das geht. Mod geht, ja. Ja, da gibt's so einen eigenen, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt's so einen eigenen Mod, den kannst du dir downloaden, der ist auch zu 100%ig legal, das heißt, du kannst auch nicht gebannt werden, was ich so gelesen habe. Das heißt, du lädst dir das einfach runter und dann kannst du einen eigenen Server erstellen, das heißt... Du kannst auf den Server zum Beispiel Mods draufpacken, Automods, LSPDFR und weiß nicht was alles. Ich fall in die falsche Richtung. Das wäre ja richtig geil. Ja, du kannst da wirklich geile Mods draufpacken. Musst aber natürlich nicht. Alles klar. Bin vom Server gefallen. Das ist jetzt mein Teamspeak wieder mal abkratzen ein bisschen. Nee, ich bin runtergegangen. So, warte, ich muss jetzt mal kurz Teamspeak neu starten. Okay. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass er ausgefallen ist, weil... Error. Warte, jetzt... Ah, das kann auch gut sein. Kommentare lese ich gleich, wartet. Muss ich mal kurz auf Nitrado gehen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt abgestürzt ist, weil er nicht mehr nachgeladen hat. Weil, wie wir alle wissen, der Teamspeak kostet natürlich was, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe nicht. Löschung in 10 Tage. Ui, okay, da muss ich kurz was nachladen. Reaktivieren. Ich bin gleich da. Konto aufladen. 3 Euro, da haben wir es. Hier. Jetzt aufladen. Einfach so stumpf abgestürzt. So. Das ist echt geil, einfach so stumpf abgestürzt. Okay, wenn das so ist, dann schalte ich ein bisschen Musik an.
wie gesagt, die Kommentare lese ich gleich, ne? Ach, kacke, das ist jetzt richtig kacke. So, da muss ich kurz mal mein Geldbörse holen. So, bin wieder da. Jetzt muss ich den kurz reaktivieren, den Server. Dauert nicht lang. Wo wird das stehen? Bin gleich fertig, ne? So. Ich bin gleich wieder da, das ist jetzt echt kacke. So. Oh Mann. Jetzt echt kacke, dass das genau jetzt passieren muss, ne? Und immer mir. So. So. Boah, das fände ich aber richtig geil von euch, dass ihr so richtig viel schreibt in den Chat. Das freut mich richtig. Okay. Okay, reanimiert sich wieder. Monat Dezember, genau. Auswählen. Serverliste, also meine Dienste. So, reaktivieren. Weiter. Jetzt reaktivieren. So, jetzt ist er gleich wieder da, der TeamSpeak. Jetzt lese ich mal kurz die Kommentare. Ich habe. Kommentare durch den Chat. Ich habe das letzte mit ein paar Kumpels ausprobiert. Das funktioniert bei Man of the World gar nicht und bei den anderen zwei schmiert das Spiel einfach nach ein paar Minuten ab. Also die kommen auf den Server. Ja, das war bei mir genau dasselbe Problem. Bei mir, okay, das Spiel stürzt nicht ab, aber ich muss immer was downloaden. Das ist ein bisschen ein Problem. Das hört sich cool an, sagt der Burndy. Was meinst du damit? Achso, das. Burndy 32, der arme Bäcker, der ist angeschrieben. Dankeschön für den Follow. Connected entered your channel. Genau, so. Channel switched. Buddy was moved to your channel. Ah. Endlich. Alex. Ja. Ja, da musst du wieder nachzahlen, den TeamSpeak. Das wäre irgendwie. Ja, leider. Irgendwie konnte ich einfach nicht verbinden. Ja, weil. Guthaben wäre bei mir leer und jetzt muss ich wieder nachfüllen. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier reingehen, ne? Hä, hey, warum habe ich Sterne bekommen? Warum habe ich einen Platten? Gemacht? Geil. Weiß ich nicht. So, jetzt holen wir uns so eine wunderschöne Garage und dann fangen wir erstmal an. Ey, Mann, das dauert Ewigkeiten. So, für alle, ja. Die vielleicht selbst auch GTA 5 spielen,
Ihr könnt gerne in meine Crew reinkommen, steht unten bei den Infos. Da klickt ihr einfach auf das kleine Bildchen und dann kommt ihr direkt auf meine Social Club Army. Hallöchen. Da kommt ihr direkt dann Army auf die Seite und dann könnt ihr euch anmelden und direkt meiner Crew beitreten. Dann könnt ihr immer natürlich mit mir mitspielen. Hier liegt ein toter Polizist am Boden, ohne Arme. Mhm, das ist wunderschön. So, Fahrzeughandler. Weiß, warum ist das? Also, falsch ist ausgewählt. Jetzt hätte ich schon gedacht, das ist teurer geworden. Geil, oh. So. Hey, das ist ach so, genau, von 1,5 bis 1,7. Hey, Grim Reaper ist da. Alter, du bist laut. Bin ich laut? Ja, gerade warst du ein bisschen zu laut. Das ist so ein Grim Reaper, kennst du den? Hm. Mhm. So, das ist ja oder da lass mich, leck mich. Jetzt fahren wir erstmal dorthin. Komm mal zu mir, okay? Mobile verlassen, Büro mit einem Fahrzeug verlassen. Ich glaube, ich hole mir den Swift Deluxe. Den habe ich ja. Hm. Welcher Swift? Was ist das? Heli. Ein Auto. Also was kann das besonders? Das ist ein Heli. Der goldene Heli, ja. Okay, kennt nicht. So, ich hole dich mal ab und dann fliegen wir direkt dorthin. Also wenn ich Geld hätte und eine Garage und sowas hätte, würde ich mir, kannst du mich abholen, ich bin hier unten. Dann würde ich mir auf jeden Fall... Komm auf die Straße. Dann würde ich mir auf jeden Fall entweder dieses Auto kaufen, dem man, also das so richtig flach ist, wo man so andere Autos unter den durchfahren kann. Oder ich kaufe mir dieses eine Auto, wo man so springen kann und dann falsche Marken oder noch. Das ich würde erstmal ein Lagerhaus kaufen und Geld machen, weil sonst. Ja, nachdem, wenn ich das hätte. Ja. Oder ich kaufe mir das mit dem Raketenantrieb. Irgendwie sowas, ja. Ist auch ziemlich cool. Meinerseits. Da kannst du ja richtige Stunt-Szenen dann drehen. Ja, aber ich würde erstmal Geld machen und. Du bist am Mount Chiliad oben und springst dann einfach da runter. Und zwar mit Style. So, wo war das Lagerhaus jetzt nochmal? Hier drüben. Ich freue mich so, morgen kann ich das DLC auch endlich zocken. Ja, vielleicht spielen wir es mal gemeinsam. Ah, nee, morgen kann es sein, dass ich erstens nicht kann. Weil erstens in der Früh muss ich mal zum Friseur, dann danach stelle ich meinen Schreibtisch um. Das heißt, mein ganzer PC ist morgen Nachmittag mal gar nicht aktiv. Ich stelle meinen Schreibtisch nämlich um. Um 90 Grad verschiebe ich den. Dann kann ich erstens mal mein Mikrofon und so alles ein bisschen besser besser. Ist hier dein Lagerhaus? Das hier, ist hier dein Lagerhaus? Ja. Okay. Tot. Warum nur? Ja, er hat einfach den Fallschirm nicht geöffnet, aber egal. Ja, immer der Fallschirm schuld. Nee, würde ich auch sagen. Ja, so, gucken wir mal in das kleine Häuschen hier rein. Oh, it's the boss. Kommen wir irgendwie nicht rein. Changing your clothes. When you bring a car back, it'll get fixed up and listed on Ad Hoc's Autos. When you access the website, you'll see your current stock of cars and be able to select how many you want to offload and to who. The amount you can sell at any one time is dependent on how many associates you've got on hand. Hallo. If we want to chase the bigger commissions, we're going to need to modify the cars to the bigger buyer specifications. Remove trackers, change paint jobs, rims, apply other mods. Die Zuschaueranzahl backt. Wie meinst du das? Also das einmal zwei Zuschauer und einmal fünf Zuschauer und weiß nicht so, da sind oder wie meinst du? Independent operator, so it costs to repair stolen cars that come in damaged and to do the mods. But believe me, it makes life easy. Jetzt wieder drei Zuschauer. Ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst. Oh, ein richtig geiler Bunker hier. Ja, kannst du jetzt mal fertig reden? Oh. What? And that's it. We should get to work. The more vehicle cargo we move, the more of an interest Securo serves gonna take in the company. We steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. Come by the office when you want to source that next car. See you, boss.
See you, boss. So. Okay, du kannst doch irgendwie klingeln bei mir jetzt, oder? Dann kannst du mal reinkommen. Mhm. So, wie ist hier eigentlich die Tür? Hier? Exit, ja. Du bist gestorben. Okay, dann stirb daran. Wie, wenn du von 30 Meter runter willst? Das kann leicht sein, ne? Nee. Wenn man schon in leicht rotierende Rotorblätter reinläuft. Achso, ja, das. Ah, mein Geld sammle ich wieder. So. Alter, wie viele Hebebühnen, ne? Boah. Hätten wir jetzt ein Auto, da könnten wir damit reinfahren. Ich nicht rein. Also nicht irgendwie klingeln. Ins Lagerhaus. Nein. Kein Spiel verfügbar. Lade diese Mitarbeiter in den Fahrzeuglagerhaus ein. Achso, muss ich da Securo Surf CEO einschalten oder wie? Hä? Kommst du da nicht rein? Warte mal. Mitarbeiter einstellen, nein, Freunde. Freunde, so. Ich lade dich mal ein. Oh. Nein. Oh Gott. Gehaltsbonus 0%. Geil. Ist jetzt dein Mitarbeiter, okay? Lol. Das habe ich unabsichtlich. Okay, jetzt kann ich dich einladen. Hab ich unabsichtlich. Man hat irgendwie so ein Schreibdelay. Oh shit! Oh, komm rein. Schreibdelay. Ich habe unabsichtlich ein paar Gangmitglieder aufgehetzt. Hey, hallo. Naja. Okay, nice. Sieht richtig geil aus, ne? Gucken wir erstmal nach unten. Das sieht ja auch wunderschön aus. Und dann beginnen wir gleich mal. Nee. Kommt eine Alter. Tour. Erstmal Tour durch das Lagerhaus. Alter, wie neblig brennt's da unten. Roadtrip. Roadtrip, du bist Longboard auch ein bisschen. Tour. Ja, genau. Alter, guck dir das mal an. Boah. Also, ich stelle erstmal vor. Okay, das hier ist der Verbrennungsraum. Das heißt, da ist die Heizung, alles angeschlossen. Dann hier drüben. Genau. Hier wird Gold geschmolzen, mit dem wir dann unsere Geldbahn machen können. Das bringen wir dann immer zur Nationalbank und tauschen das auf Geld um. So, da hinten ist die. Aber ja, ruhig bleiben, ne? Also. Nicht zu laut sagen, der Hals richtig hier drinnen. Da hinten ist die Koksfabrik. Da stellen wir Koks her. Aber ja, nicht sagen, ne? Dann, weil wir uns kein Geld leisten können, haben wir hier was so Energiesparlampen hier unten stehen, ne? Mit einem. Also wir haben früher beim Bau mal vergessen, Steckdosen hier anzubringen. Deswegen haben wir jetzt so überall Generatoren stehen. Generatoren, wie ich das gerade gesagt habe, ne? Ja, okay. Man darf alle 60 Sekunden darf man da schreiben. Okay, das kann ich. Das weiß ich zwar nicht warum, aber ich guck mal. Wie geht das jetzt? Twitch bin ich sehr, sehr unvertraut manchmal. Slow-Chat-Modus. Achso, der war ange. Oder wie? This room is now in slow mode. You can send messages. Ja, ich bekomme Erfahrungspunkte, weil ich neben dir bin. Ich will das wegmachen. Ich kann den Slow-Chat-Modus nicht wegschalten. Ich verstehe es nicht, warum. Okay, man kann nur. Okay. Kann man nur alle 60 Sekunden schreiben, oder wie? Ah. Okay, das ist blöd. Ja, James Bond Höhle. Das kann leicht sein, ja. Wenn wir jetzt noch den Knight Rider Wagen da hätten, dann könnten wir Knight Rider spielen, ne? Aber der kostet mir zu viel, den kaufen wir nicht. So, ja, so. Das hier ist die Koksfabrik. Überall die Generatoren, weil wir, wie gesagt, schon vergessen haben. Sehen alle gleich aus. Das kann leicht sein. Die sind alle von der Firma Würth. Die schauen alle gleich aus, weil sie ja getarnt sein sollen. Die müssen getarnt sein. Aber hier ist alles normalerweise abgesperrt. Das heißt, da kommt kein Schwein runter. So, jetzt machen wir aber erstmal Missionen. Ich habe natürlich aufgesperrt. Ne, deswegen, ups, mein Mikro ist auch manchmal verletzend. Da ist normalerweise alles zugesperrt, das heißt, ich sitze hier immer drinnen und wenn ich sehe, da kommt einer, dann drücke ich auf den Knopf und dann sind alle Türen da unten zugesperrt, also da kommt normalerweise kein Schwein rein. Dort fahren, ne? Dann hier ist mein Centorno, den habe ich mir mal gekauft, also gemietet, sagen wir so, und dann habe ich ein wunderschönes Foto gemacht, habe ich auch auf Instagram gepostet, für alle, die es noch nicht wissen, dass ich auf Instagram bin, unten ist natürlich alles verlinkt. Das ist ein Bett. Also du hast Gold, du hast alles, aber kein Wasser. Doch. Wir haben Wasser, ja, das holen, hier? Da kommt jeden Wo Tag. Wo ist denn hier Wasser? Hier.
wunderschönes, sauberes Wasser aus dem Meer. Lecker. Wunderschönes Wasser, die Toilette hier, die wird auch jeden Tag gesäubert, ne? Also da kannst du dich gar nicht beschweren. Ja. Also wenn es um Sauberkeit geht, ist es bei uns top. Also wenn du mal zum Beispiel Freunde hast. Ich glaube, da werde ich fahren am Klo. Wenn so, du mal Freunde hast und mit denen hier Urlaub machen möchtest, da ist die Gästetoilette. Ja, da kann man schlafen. Da ist mein Mechaniker. Was? Ich muss... Der möchte gerade die Feder ausspannen. Also wie geil ist denn das Teil hier? Boah, so ein Teil möchte ich auch in der Firma haben. So einspannen. Boah, das geht ja richtig schön. Und aufschrauben. Boah. Okay, machen wir weiter. So, hier sehen wir einen 8-Zylinder in V-Form. Also einen V8 haben wir hier. Mhm, genau. Dann hier haben wir eine Kreissäge. Okay, einen Ventilator, eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher. Hier haben wir eine Menge Batterien. Okay, eigentlich nur eine. Ventilator. Ja, genau, ein Ventilator. Ein wunderschöner Sitz, der irgendwie ein bisschen Felgen am Boden. Löcher hat. Genau. Baumschlüssel. Ja, genau. Hier ist ein Motorkran. Kappel. Zum Aufheben. Wunderschön. Ein Motorkran. Ja, ein Motorheber. Ja, da packst du den Motor so dran, ne? Das ist ein Haken und den packst du da dran. Oder man kann auch irgendwelche Freunde, die dich auf Nerven, kann man hier mit dem Hals aufhängen. Das heißt, du in den so ja, vorne in den Hals rein und dann kann man den so in die Höhe pumpen und dann hängt er da so. Okay, machen wir mal. Okay, wir machen viel zu viel Krems. Wir sollten erstmal beginnen. So, setzen Sie sich, mein Herr. So, was möchten Sie dieser. Also, du kannst dich wirklich hinsetzen, ne? Was möchten Sie sagen? Okay, wir starten erstmal den Laptop. Okay, Boss, do you want to sell something? You're on. 5.24. Ja. Okay. Achso, man kann Autos da reinbringen und die dann so verkaufen, ja, oder wie? Ah. So, Herr Adapt, Alex. Ja, ich bin gerade im Laptop, ich habe gerade die VR. Warum befinden sich Taschentücher auf Ihrem Büro? Drogen und Taschentücher? Ich will jetzt nicht dazu sagen. Oder ist das Gleitgel? So, morgen ist Weihnachten. Ja. Alter, sieh so wie die Kacke. Ja, wäre du kannst jetzt mal deine Schnauze halten, ich will mal geil exportieren. Sie müssen erst ein oder mehrere Fahrzeuge für den Export ausführen. Ja, du musst erst ein Fahrzeug klauen. Das heißt, wir müssen ein Fahrzeug klauen hier reinbringen, oder wie? Okay, okay, dann. Hoffentlich bekomme ich dann auch ein bisschen Geld. Ja, natürlich. Bekommst du nicht. So, stehen Sie mal auf, mein Lord. Ich meine, ich bin eigentlich ein, wenn man so sagt, ein freier. Hier ist auch noch Wasser, guck. Arbeiter, der gezwungen wird. Genau. Komm, jetzt geben wir mal mit. Kein Geld. Kommen Sie mit. Schraubenschlüssel. Musst du später arbeiten. Wie Sie ja sehen, ist Herr Alex ziemlich nett zu seinen Mitarbeitern. Ja, ich bin sehr, sehr nett zu unseren Mitarbeitern. Du Arschloch! Mach, was du willst. Hat keiner gehört? Ne, hat keiner gehört. Also ich bin so auf jeden Fall ist er nett wie meine Mutter. Oh mein Gott. So. Ich denke mir schon, also warum läuft denn nicht, weil ich die ganze Zeit auf E... Was? Weißt du, was geil ist? Ich spawn einfach irgendwo. So, ich hole mir jetzt mal ein Auto. Das sieht sehr wertvoll aus, das Auto. Das muss in der Nähe von dir sein. Ja, das habe ich hier schon. Bitte. Nein, nicht hier fahren. Bitte. Heute nicht. Glaubst du, dass du auch Autos nehmen kannst und den reinbringen kannst? Wie bringe ich das jetzt rein? Dieses Fahrzeug kann hier nicht eingelagert werden. Dieses Lagerhaus ist nur für Fahrzeuglieferungen und Spezialverträge. Alex, okay. Ich hab mir heute ein Tutorial angeschaut, wie das funktioniert. Und zwar musst du zu deinem Büro gehen. Zu deinem Büro. Dann musst du deine Mission starten mit Autoklauen. Dieses bringst du dann zu deinem Lagerhaus, also hier hin, und dann kannst du es von dort aus exportieren. Okay. Und wenn du, also du bekommst, da kannst du zum Beispiel so X80 Brote oder sowas kannst du dann klauen. Und wenn du eine Sammlung zusammen hast, also bestimmte Autos hast, also so drei Autos hast, die kannst du dann gleichzeitig exportieren und dann bekommst du einen Bonus. Okay, ja, dann weil das in seiner Sammlung ist. Eigentlich bräuchten wir einen Heli, mit dem wir den rumtransportieren können, die Fahrzeuge.
Okay, dann mag ich ja, das eigentlich mal. Müsstest du die Fahrzeuge eigentlich klauen, aber ja, egal. Also, ja, mit klauen, dem Heli dann einsteigen, losfahren. Hier hinten sehen wir ganz gut das Los Santos Ei. Hier hinter uns, wo ist denn der Bit? Das ist vor uns. Alter. Oh Gott. So ist denn jetzt unsere Garage? Ah, hier. So, wir sind auch schon fast da. Eigentlich müssen wir unser Büro auch in der Nähe hier haben. So, nicht aussteigen. Nein. Jetzt aber. Ja, noch auf die Fresse fällt, Alter. Ich bin schneller! So? Mit Freunden. Also, kann nicht. Oh, okay. Nein! Eintreten mit Organisation. Mit Gliedern. Jetzt müsstest ja. Du auch drin sein, ne? Ja, ich komm schon rein. Sag mal, habe ich so eine hohe Verzögerung drin oder ich weiß ja nicht. Ich bin jetzt am Fliegen gerade. Okay. Hey. Starten wir mal eine Mission, ne? Ja. Setzen Sie sich hin, mein Herr. Kannst du dich nicht da hinsetzen auf den Sessel? Links oder rechts? Egal. Rechts. Fahrzeughandel, wahrscheinlich nicht. Ah. Achso, nee. Fahrzeughandel. Ich habe eine Bisswunde an meiner Waage. Alex? Ja. LOL. Ich bin gerade in meinem Kopf drin und sehe mein Gebiss. Meine Cheetah Augen. Cheetah müssen aber wir klauen. Aber nichts weiteres. Also ich habe anscheinend kein Gehirn. M-I-D-N-I-G-H-T. Okay. Cheetah. Kann ich da aufstehen? Ja, mit Rechtsklick. Danke. Rechte Maustaste. So. Ja, dann... Weißt du, was wir machen können? Wir können einfach ein paar Autos stehlen, bis wir eine Sammlung zusammen haben, weil dann bekommst du nämlich einen Bonus, wenn du die dann alle exportierst, gleichzeitig. Ja, das machen wir auch. Und zwar anscheinend einen enormen Bonus. Und einen Cheat, der ist ja richtig viel wert, ne? Ja, steht Mittelklasse. Ja, Cheater. Das ist ein Rennwagen. Achso, Mittelklasse soll das heißen, wie viel der wert ist, oder wie? Ja, glaub schon. Wie ich einfach hin und her renne. Und alles lautlos, wenn möglich, ne? Okay, machen wir das mal. Oh, jetzt das ist so Coole aufgeregt. Ist, dass diese Missionen meistens ziemlich abwechslungsreich sind. Oh, das ist in der Nähe. Zwar, manchmal musst du in ein Rennen dich einmischen, den einfach dann umbringen, den Fahrer. Echt? Und manchmal musst du dir geheim den Schlüssel stehlen, damit du dann in dein Auto, du dann in das Auto kommst. Okay. Schon ziemlich nice. Das Einzige, was ich weiß, da hat man auch ja irgendwie... Ah, du musst schauen, du musst auf jeden Fall benutze Waffen mit Schalldämpfung. Warte mal, diese Waffe nehmen, ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall, weißt du was? Du solltest dann auf jeden Fall schauen, dass das Auto keinen Schaden bekommt, weil du musst es dann, dann die Reparatur zahlen. Hm, das hab ich schon. Huch, das ist der Cheater. Okay, ich gehe andere Richtung. So, warte mal. Nee, komm mal zu mir. Midnight, das ist er. Achso, wir müssen den Schlüssel finden, okay. Nee. Ups, Alex. Heute sind wir sehr leise. Ja, ich bin sehr, sehr leise. Treff gerade gar nichts, ne? Warte, ich hol mir den Schlüssel. Ich nehm den. Nein, meiner. Kann man da raus? Kann ich hier rein? Nein. Möglichst lautlos, ne? Erstmal. Ja. Erstmal jeden wieder schießen. Kann ich da jetzt rein alleine oder? Auch sehr unbemerkt. Rührer Leichen im Garten. Hä? Also man hat bestimmt.
Der globale Signal kommt auch noch dazu. Na genau. Schnell. Du musst schauen, dass du keinen Schaden machst, weil, okay, eigentlich ist mir das egal, weil das musst eh du zahlen. Alter, diese Skills. Ja, ich bin ja so gut. Nee! Lass das Fenster in Ruhe. Nein! Auch noch Gegner. Oh Gott. Ja, ich schieße sie nieder. Ich schieße sie nieder. Bist du komplett behindert? Warum? Der nimmt mir einfach den Vorrang. Ich glaub's nicht. Sehen wir eigentlich die anderen Spieler jetzt auch schon? Ja, ja, da kommt schon. Ja, wir sehen ihn auch schon. Aber. Ups. Wir haben einen Schaden von 1080. Alter. Alter! Nein! Nein! Falsch abgefahren? Nee. Hast du gar? Nein! Nein! Alter, die Mission sind ja richtig hardcore. Nein! Schießt du da so, oder? Hallo? Was tust du? Falsch gefahren. Ach so, du hast dich verfahren. Wie typisch von dir. Schnauze. Sie hat dir für die Arbeit als Mitarbeiter 5000 Euro gezahlt. Danke sehr. Ich nicht, Alter. Ich gebe kein Geld. Seid schon mal fix. Boah. Get on my level. Get on my level. Jetzt. Ey, sind die komplett dumm? Nehmen wir alle den Vorrang. Okay, ich kann jetzt gerade den Chat nicht lesen. Concentration mich gerade hier. Fahr Alex! Fahr schneller! Warte mal, was haben die anderen für ein Level? Nein! Nein! Schnell! Pantalo! Schnell, schnell sie ab! Schnell rein! Ah! Boah! Rein! Bin wieder rein. Da, kurz was gegessen. Okay. Okay. Weißt du, was ziemlich scheiße ist? Du? Weißt du, was ziemlich scheiße ist? Du musst es, wenn du wieder ein Auto. Du musst es, wenn du wieder eine Automission starten möchtest, musst du. Wieder zurück, Alter. Wieder zum Büro. Wie kann man zurück hosten? Ja. Musst du, glaube ich. Boah, wie ging das? Das Hosten, wie ging das nochmal? Jetzt guck mir mal, was ich denn für einen Wert habe. Exportierst du das jetzt oder holst du das erst eine Sammlung? Ich guck erstmal, welchen Preis wir gerade haben. Also wenn der nicht 2 Jahre brauchen würde zum Hinsitzen. Wie kann man hosten? Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weißt du. Ablieferungsprovision. Ey, ich will nur den Preis wissen gerade. Wie kann man das rausfinden? Wahnsinn! Ich sehe das nicht. Okay. Wie kann man hosten? Kaufen, hosten? Wie kann man hosten? Ich kann es echt gerade nicht sehen. Ah. Kann man jetzt, glaube ich, auch einsteigen, ne? Ja, man kann einsteigen und den selbst verwenden. Das finde ich geil. Stell dir vor, du hättest einen T20. Ja. Was, Alex? Ja. Ich vermüll deine Worte. Nein. Okay, so. Okay, das muss ich doch umschreiben mit dem Hosten da. Das muss ich noch ändern. Oder überhaupt ausschalten, weil, weiß nicht, Hosting ist ja nicht so interessant. Mehr interessant sind ja mehr die. Weiß nicht, wenn du eine Follow dazu bekommst. Interessant ist ja nur, wenn du einen Follow dazu bekommst und vielleicht Spenden hast. Das sind die wichtigsten. Steigst du jetzt mal ein? Der Rest ist ja mit dem Hosten. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so interessant. All night. Oh yeah. Oh yeah. Das muss ich ausmachen, ne? Wenn ich auf YouTube hochlade, dann ist das GEMA geschützt. Okay, GEMA gibt's ja eigentlich nicht mehr. Aber ich. Ja, sie gibt schon noch, doch, aber sie haben mit, schon noch. Ja, aber sie haben mit YouTube einen Vertrag gemacht, das heißt, dass jeder Komponent, jeder Künstler seine eigene. Nein, also ich habe das so gehört. Ich habe das so gehört, dass diese
man konnte einfach manchmal manche YouTube-Videos einfach nicht ansehen, weil sie in deinem Land nicht verfügbar waren. Ja, genau, weil... Und das wurde jetzt geändert. Also du kannst jetzt jedes Video von anderen Ländern ansehen. Das war ich. Nur, das war ich, also dass Sachen kopiergeschützt sind und sowas, also... Sie haben jetzt einen Vertrag gemacht, das heißt, dass man natürlich alle Videos jetzt wieder anschauen kann, aber jeder Künstler, das heißt, Gamer macht im Prinzip jetzt gar nichts mehr auf YouTube. So grob gesagt, natürlich machen sie ein bisschen was, aber irgendwelche Videosperren machen sie nicht mehr. Jeder Künstler muss selbst drum schauen und wenn er sagt, weiß nicht, wenn er jetzt sagt zum Beispiel, er hat ein Video da mit seinem Lied drin, das will er nicht, dann kann er das natürlich beantragen oder irgendwie so war das, ich weiß nicht mehr. Muss ich mir auch mal richtig durchlesen. Müsste ich eigentlich machen, wenn ich auf YouTube aktiv bin, müsste man das eigentlich machen, ne? Das wäre nicht ganz blöd. Irgendwie schon, ja. Ich bin schneller. Haha. Arsch. Der mich noch schlägt. So. Aber die Mission machen in die Bock, ne? Ja, schon. Geh leise vor. Hier, schieß alle nieder. Und ich habe jetzt genau 1 Million. Gehst du wieder raus, oder wie? Du kleine Bastard. So, Computer zu benutzen. So, Fahrzeughandel. Fahrzeug beschaffen. Bestätigen. Das hört sich so an, als würde man sich irgendwo reinhacken. Ein Corvette Blackfin, eine Mittelklasse. BLKF1N ist das Kennzeichen. So. Büro mit einem Fahrzeug verlassen. Mittelklasse, okay. Raus aus dem Dach. Alle zu Fuß aus dem Dach des Büros. Gehst du raus aus dem Dach? Ich hol mir einen Heli. Wenn er nur 200 kostet, dann nehme ich ihn natürlich auch. Das finde ich immer geil, dass er da immer schon vorstartet, ne? So, wo bist du denn, ne? Ich bin gerade am Dach. Lass mich verarschen. Warum ist denn ein zweiter? Lass mich nicht allein. Warum ist denn ein zweiter Heli? Kann ich mal gehen, bitte? Ah. Kommst du da hoch? Guck da hinten. Guck selber, dass du hochkommst. Ich komme hoch. Mm. Ich besuche dich. Ich komme. Kann ich hier hoch? Ja, Alter. Was bin ich denn? Bist du drin? Ja. Bist du schon drin, ne? Still den Corvette, wo ist denn der? Ah, da hinten. Still den Joker Black. Wo ist denn der? Kannst du mal kurz gucken? Joker the Black Thing. Wo ist denn der auf der Map? Ah, da vorne. Okay, brauchst du hier, genau. Aber, Alter, warum müssen immer die reichen Leute das Auto da haben? Warum kann das denn nicht einfach auf der Straße durch die Gegend fahren? Da steht ja auch schon der Rote, oder? Ja. Hat die Musik passend mit dem Fliegen, was ich gerade mache. Das ist geil. Renn, ich bin als Erster da. Stehen in Corvette. Ist da jemand? Nö. Hä? Ist da jetzt echt keiner? Nee, lass mich fahren. Nee. Nein. Hä, das ist doch kein Corvette. Nee. Steig ein. Nein. Steig ein. Nein. Okay. Das Auto wurde mit einer Bombe. Sie explodiert sobald. Der darf nicht schnell. Ach, komm, renn! Rein! Ich darf nicht schneller fahren als eine gewisse. Ja, du musst schneller fahren. Zeit zum Entschärfen. So, ja, kannst also, du musst jetzt einfach. Nee, du musst jetzt einfach durch die Gegend fahren. Also ja, Richtung Lagerhaus fahren, ne? Ja, kannst du das bitte. Ja, hab ich schon. Fahr einfach die Geschwindigkeit ab! Das ist richtig kacke, dass ich das nicht sehen kann, ne? Du hörst es nur piepen, oder? Du fährst überall gegen. Nein, bei mir nicht. Jetzt stehst du bei mir. Okay. Liebes GTA, es leckt wieder. Also, lecken nicht, aber irgendwie
Na, ich weiß nicht, wie man das sagen soll bei GTA, ne? Fahr schneller! Bei mir leuchtet das Bremslicht die ganze Zeit. Lol. Was? Noch keine Reparaturkosten? Lol. Das neue Auto, das finde ich auch richtig geil irgendwie. Hey, schau mal, was ich bin, hey. Ich bin ein Vieh. X, Schloss, denn X ist der Arme. Dankeschön. Willkommen. What is the girl for? Absolutely nothing. Ah, die sind doch nicht genau so geht's. Alter, das ist auch schon ein richtig altes Lied, ne? Bin ich froh, dass es nur leckt, weil du fährst bei mir gerade überall durch die Gegend. Bei mir springt der andere Spieler immer, wenn er zu schnell fährt. Ja, genau bei mir so. Das wäre bei mir auch. Er leckt einfach. Hey, ich kann nicht einsteigen. Willst du mich komplett verarschen? Weißt du, was gerade passiert ist? Ich konnte einfach nicht reinfahren. Ja, weil... Ich konnte nicht reinfahren. Ey. Es ging nicht. Ja, weil ich das auch machen muss. Hörst du mal wieder auf den Onkel Papa, dann wüsstest du, wie es rund geht. Jetzt können wir wieder dahin fahren. Ey. Ich fahre immer, ne? Ich hab's dir gesagt. Aber nee, du musst wieder auf den... Nein, mach das. Mach das alleine. Das wäre die Tür fast ab, ne? Achso, weil du nicht reinfahren kannst, du musst erst die Zeit abwarten. Das nämlich auch, ne? Aber trotzdem, lass mich fahren, ne? Ja, stand ja ein Zeit zum Entschärfen, oder nicht? Ja, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ja, kannst du es reinfahren. Ich hatte Angst, dass nachts, wenn die Zeit abgelaufen ist, dass die Bombe explodiert. Nee. Ja, Zeit zum Entschärfen? Das ist die Zeit zum Entschärfen. Nach der Zeit kannst du nicht mehr entschärfen. Das macht wahrscheinlich der Beifahrer, das entschärft. Die KI Moin. In dem Spiel, ne? Die ist auch richtig geil manchmal. Das nächste Mal fahre ich mit dem Taxi hin. Ich hol mir kurz was zu essen. Mach das. Und du startest währenddessen eine Mission. Und kommst dann mit dem Heli runter, dann fahren wir gemeinsam hin. Bis gleich. Endlich ist er weg. Nee. Nee, denn. Okay, ich sage es jetzt mal ganz offen. Er heißt nicht Fürstel, sondern Loa. So, jetzt wissen wir es alle. Was macht denn der hier? Nee, der Noah, der ist ganz schön korrekt. Also mit dem kann man auch spielen, ne? Auch wenn er manchmal zu laut ist. Entschuldigung, Noah, falls du das jetzt auf YouTube siehst. Aber es ist echt so, du bist manchmal zu laut, aber... Ja, ich weiß nicht, das... Ich finde das manchmal irgendwie auch anstrengend, dass er zu laut ist. Ist auch klar, ne? Da wünsche ich mir oft nur, warum schreist du so? Würde ich nur alleine spielen, wäre es mir lieber. Aber, egal. Also die Verzögerung, da habe ich glaube ich eine, weiß nicht, 2 Minuten Verzögerung drin, kann das sein? Nee. Muss ich ehrlich mal gucken, ob ich da eine Verzögerung drin habe. Stream? Nee. Ausgabe? Wie geht denn das nochmal? Video? Nee. 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 Verzögerung? Nee, ich habe gar keine Verzögerung dran. Bei mir bin ich jetzt circa, weiß nicht, eine halbe Minute hinten. Wenn nicht sogar mehr. Naja. Was ich richtig schön finde, ist, wenn immer 3 Zuschauer durchgehend haben. Das freut mich richtig. Da hat man nämlich auch richtig Bock auf Stream. Z-Type. Einen Z-Type haben wir eine Oberklasse, ne? Ein richtig teures Auto. Bugatti-Klasse. Ey. Komm gleich runter, ne? Kommst du von oben oder von unten? Oben. Bist du sicher, dass du den Swift Deluxe anfordern möchtest? Ja. Möchte ich. Okay, ich fahr mal so hin und... Ja, fahr mal hin, genau. Machen wir es so. Kille mal den Fahrer. Da fahren du ich, ne? Okay, so this car is in motion. Stop them on their roof.
Get the car and bring it into the warehouse. Ich, also da hinten. Weißt du, wo das ist? Ja. Kannst du sogar markieren. Der fährt sogar. Ja, der fährt spazieren, also da ist keine Bombe dran oder so. Woher weißt du das, dass der da drin sitzt? Das weiß ich, weil deine nette, liebe Assistentin mir das gesagt hat. Ah, das ist ja wunderschön, ne? Die ist richtig nett, ne? Aber nicht nur hier im Spiel, wenn du da bist, sondern auch im Bett. Irgendwie war der jetzt nicht witzig. Doch. So. Nein. Fliege ich gleich gegen den Baum wetten. Ich muss das Mikrofon perfekt ausrichten. Fährt er weiter oder bleibt er stehen? Meine Stimme auf. Hallo. Guten Tag. Gib das Auto her! Hallo, sind Sie scheiße? Schnell weg! Ja. Umdrehen, weil ich falsch bin. Sieht man nicht, mich jetzt schon global, ne? So, pass auf, ich komme mit einem LOL! 10 Millionen Auto daher. Alter, weißt du, was gerade passiert ist? Achtung, da kommt jemand. Ich frage mich nur, warum man ein Auto hat, das 10 Millionen Achtung, kostet. Achtung, es kommt jemand. Weißt du, was gerade passiert? Ich bin gerade ausgestiegen, dann kam jemand mit diesem Raketenauto so hergeschossen, also richtig schnell, und schoss mir direkt ins Gesicht. Ich konnte nicht überleben. Kann man aber ich glaube, du stirbst es, wenn der dich jetzt verfolgt. Ich kann mein Letzter anrufen und die Sterne wegbringen, weil irgendwie habe ich gerade welche. Wetten nicht. Kann uns nicht entfernen. 600. Ja. Boah! Alter, jetzt fährt er mir fast rein, ne? So kranke Bastard! Also hat dich ein Spieler getötet, oder wie? Oh Gott. Ja. Okay, mach dich bereit. Komm zu mir. Aber nicht in mich rein, sondern neben mich, ne? Ich kann nichts. Warum? Alter, die fahren alle so schnell hier, ne? So, fahr weiter, ich komme schon. Ne, ich bin schon auf dem Weg. Ich muss jumpen. Jump! Also warum fahren die alle so aggressiv? Ich weiß nicht. So. Ich komme schon. Boah! Der ist mit einer Minigun unterwegs, Alter, so ein Arsch. Ah! Schnell weg! Nee. Ja, das ist der mit, der was mich umgebracht hat, aber... Mit einer Minigun, weißt du was, ne? Ich komme von hinten, ich werde ihn umbringen. Boah, Alter, wie schnell ist der? Auch wenn ich jetzt circa... Ah! Schnell ja, weg. Der hat dieses, ein Insurgent da, oder? Auto. Nein, nicht Insurgent. Alter, ich liege die ganze Zeit... Hast du die Limousine da, oder wie? Ja, nein, der hat dieses eine Auto da, das hinten einen Raketenantrieb hat. Mit dem kann er auch in die Luft springen. Boah, ich habe noch immer Reparaturkosten von 0. Alter, ich bin so gespannt, wie viel das Auto hier bringt, ne? Wetten richtig viel. Nee. Ich kann nichts machen, ich habe so ein richtiges scheiß Polizeiauto. Das Auto ist nämlich 10 Millionen Dollar wert, also wenn man das kaufen möchte. Habe ich mal so gesehen, aber wie viel der wirklich wert ist, also wenn der 50.000 wert ist, bin ich schon richtig glücklich. Habe ich das Geld vom Lager aus, die 1,5 Millionen, gleich wieder drin, wenn es weitergeht. Okay, ich kann dir auf jeden Fall nicht helfen. Ich kann dir auf jeden Fall nicht 3 helfen. 3 Millionen bringt das Auto. Okay, das glaube ich eher nicht, aber... 3 Millionen oder 2. Sagen wir, zwischen 2 und 4 Millionen bringt das Auto. Nee, glaube ich nicht. So viel auch nicht. Alter, 2 bis 4, welche... Das hat doch gereicht drin. So. Man kann ja irgendwie auch nicht nachschauen, ne? Okay, im Büro kann man nachschauen, ne? Aber das macht richtig Bock. Okay, bald ist es nicht mehr so viel wert, weil wenn die Hebebühne runtergeht, dann ist schon ein bisschen Wert weg, ne? Wie viele Auto passen da rein? 40? Boah, krass. 60, es gehen glaube ich sogar 60. Nee, das ist das Billigere. Passen nur 40 rein.
Gibt es auch wirklich so ein Gebäude, wie man es beim Trailer gesehen hat, wo so in einer Spirale die Autos stehen? Nach oben immer? Ja. Echt? Gibt es? Boah. Gibt's. Das muss ja richtig geil sein. Das kannst du dir gleich dort dazu kaufen. Das wird wahrscheinlich nicht billig sein. Das sehe ich bei deinem Büro. Echt? Dann muss ich mal gucken. Aber jetzt nicht. Ja. Nee, jetzt brauche ich das noch nicht. Und zwar 3 Etagen kannst du dir dazu kaufen. Was? Ich habe 2000 verloren bis jetzt. Achso, genau. Okay, ja, dann gucke ich mal. Ja, weiter. Ich komme jetzt zu dir. Hä, du bist verschwunden. Ja, weil ich gerade rausgegangen bin. Okay. Aber ich fahre jetzt wieder zum Büro, also fahr du gleich hin. Ne? Kannst gleich umdrehen. Ja, ich nehme dich mit, Ich hab selbst ein Auto. Hi. Ich habe ein besseres. Ist mir egal. Mitten nicht. Mitten, ich bin jetzt. Du kannst deine eigenen Fahrzeuge reinstellen. Ja, ich ja das weiß ich, dass man dann. Hier. Die Lagerhalle da deine eigenen Fahrzeuge reinstellen kann, das weiß ich mittlerweile schon. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, da gibt es so eine wunderschöne Facebook-Seite, die heißt GTA Online Deutschland oder irgendwie so. Ist auch richtig geil, das sind glaube ich 5000 oder 3000, jetzt weiß ich nicht mehr. Also ich hasse Verkehr in GTA. Aber ich glaube 5000 Leute sind da drin und die posten jeden Tag schon seitdem das Update rausgekommen ist, posten die alle schon Fotos. Da wurde ich natürlich schon richtig neidisch, weil ich nicht spielen konnte. Weil ich in der Schule war. Und jetzt habe ich mich gefreut. Auf den Freitag, wenn ich das erste Mal spielen kann. Und ich muss sagen, nochmal auf die Frage zurück vom, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Das DLC gefällt mir auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Das weiß ich aber nicht mehr, wer das war jetzt. Danke, extra Auto, was mich gerammt hat. Extra für dich schaue ich jetzt mal zurück. Nee, wo haben wir es? Wo bist du? Black Screen, ja. Wo steht das nochmal? Da liegt immer noch dein Motorrad. Es sind kaum Kommentare da und ich finde den nicht mehr. Ich habe gerade kurz geschaut, ob ich den Herrn nochmal finde, den Zuschauer, der das geschrieben hat, wie mir das DLC gefällt. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Bis jetzt mal. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Perfekt. Alter. Lol. Das ist jetzt gerade so weit geflogen. Hab richtig Bock, das DLC aufzunehmen, ja? Müsstest du mal machen, ja? Aber lad mich nicht ein. Hab ich aber. Ha. So, jetzt ab ins Betty. Ab ins Betty, lieber Fetti. Nö. Chefsessel. Da gehöre ich hin. Ich hin. Setz dich hin. Warte, ich schaue jetzt dein Passwort an. Computer? Siehst du das eigentlich nicht? Nee. Der Creeper Kong. Also ich sehe nur gerade, dass du die Karte offen hast. Was? Siehst du das wirklich? Ich sehe nur, dass du die Karte offen hast. Achso, ja. Und jetzt die Lagerhalle siehst du nicht, oder wie? Oder schon? Nee. Fahrzeugdiebstahl Erfolgsquote 6. Fahrzeuge gestohlen 2. Aber warum steht das hier nicht? Wie viel Wert da drin ist? Ja, Preisklasse. Du musst an der Preisklasse schauen. Da gibt es Unterklasse, Mittelklasse, Oberklasse. Aber wenn du ein Set beisammen hast, dann. Nee, aber wenn ich da jetzt hingehe, gesamter. Achso, Export verdienst, okay, das ist es nicht, natürlich, ne? Ja, du verdienst mit Export. Ja, aber warum. Musst du es dann auch verschippen oder so? Steht da kein Preis, wie viel jetzt der Wert gerade ist, ne?
glaube, da muss man auf Exportieren drücken. Steht nur da Preisklasse. Preisklasse steht da. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Aber ich glaube, das musst du direkt in der Lagerhalle machen. Standardklasse, den Bestia geht. Ja, fahren wir wieder mit Heli? Standardklasse. Fahren wir wieder mit Heli? Nee, fahren wir mit Auto oder so. Immer 200 Zahlen, nee, das Bestia geht auch. Bestia GTS. Bestia GTS, ja. Ja, genau. Im Lager musst du das, glaube ich, nachschauen. Du musst auf Exportieren oder irgendwie da drücken und dann müsste das Deutsch stehen. Fangen wir mit meinem. Stop the car, take it, bring it to the warehouse. I wouldn't expect resistance. So. So, kannst du markieren? Da müssen wir hin, oder wie? Achso, da müssen wir jetzt suchen wahrscheinlich, ne? Du leckst richtig bei mir. Das ist übelst. Okay. Also wenn ich bei dir mitfahre, leckst du bei mir auch. Er liegt wahrscheinlich daran, weil das ab... Ja, danke. Wahrscheinlich daran, dass das Update gerade neu rausgekommen ist. Und deshalb jetzt ziemlich viele Leute spielen. Und die Server ein bisschen ausgelastet sind. Oder es liegt wirklich an meinem Internet. Also ich habe auch nicht das beste Internet. Ich kann auch in 720p easy streamen. Ich habe einen Upload von 5, da kann man wahrscheinlich auch in Full HD streamen, leicht. Hätte ich ins richtig gutes Internet, könnte ich sagen, es liegt an GTA. Jetzt kann ich sagen, es kann auch an meiner Internetleitung liegen. Also ich habe noch keine Frames, also noch keine verworfene Frames, habe ich nicht, aber ja. Also jetzt sehe ich es gerade, ich uploade gerade mit 2,5 Mbit oder Kbit, sowas. So, wir müssen das Auto stehlen, was da fährt. Okay. Also die fahren so ein Rennen. Also in der Runde fahren die immer, oder wie? Ja. Warte mal, ich steige einfach raus und schieße hin. Also müssen wir die ganzen Fahrzeuge stehlen? Genau. Nee, nur das eine, ne? Macht da keinen Schaden rein, ne? Robin. Okay, ich fahr. Ich fahr. Lass das Auto. Ich fahr. Ja, nicht einsteigen. Sonst. Ja. Warte noch. Eh nicht, ich mach nichts. So. Rotututututu. Alter, was ist denn das für ein Auto? Wie kann ich fahren? Ah, jetzt. So, Radio umstellen. So. So, globales Signal in 10. Sieht aber schon geil aus, den Wagen habe ich aber noch nie gesehen. Ist der neu? Ich glaub schon. Nein, sehen uns die anderen. Oh. SMS! Der Creeper-Kong ist beigetreten oder hat gehostet. Warte, das muss ich echt rausmachen mit dem Hosten, weil stört irgendwie. Ja, du leckst ein bisschen auf, bei mir zumindest. Ja, aber ich fahr gut. Mhm. Aber die Spieler gehen irgendwie gar nicht auf uns, finde ich. Okay, auf dich, ja. Ja. Aber auf mich noch nicht. Okay, ist schon losgegangen, aber er hat mich nicht erwischt. Weißt du, was ich ziemlich kacke finde? Man kann diese Mission auch machen, wenn man im Passive-Modus ist. Ja, ist echt. Und ja, das Blöde ist daran, dann, wenn du das generische Auto dann zerstören möchtest, dann kannst du ihn nicht erschießen, sondern musst dann einfach das Auto klauen. Und damit du ihn irgendwie an einer Stelle mal festnagelst, damit du ihn stehen kannst. Aber das kann man eh schnell ausschalten, dann sagt man einfach, das dauert 10 Sekunden, bis du wieder im normalen Modus dran bist. Wenn du ziehst, du musst den rausholen, dann machst du das gut. Dauert dann nicht lang. So, das musst du, glaube ich, im Lager nachschauen. Also, das war schon der Kommentar, ne? Endlich wieder ein Auto. Das geht ja, wenn man es genau nimmt, richtig schnell. Finde ich. Man sieht auch noch die Reifenspuren von Einparken. Echt? Ja, das waren wir nicht. Das waren nicht wir, ne? Das ist wahrscheinlich Textur, ne? Kann man hier Waffen nehmen? Nee.
lagern sich die Autos einfach da oder wie bekommt man die Autos eigentlich nach unten? Automatisch wahrscheinlich, ne? Ja. Oder du lagerst es irgendwie. Jetzt guck ich mal, was für ein Wert wir haben. Wie es auch bei dem Büro so ist, also bei diesem Gang-Motorradclub. Jetzt guck ich mal, was für ein Wert wir gerade haben. Ich musste nicht direkt explodieren, glaube ich, sondern einfach draufklicken. Wenn mich nicht alles täuscht. So, explodieren. Ja. 40. Es müssen mehr von ihren Mitarbeitern im Lagerhaus anwesend sein, damit sie weitere Fahrzeuge verkaufen können. Okay. Okay. Ja. Markenwert der ausgewählten Fahrzeuge. 1,6 Millionen sind die gerade wert. Ablieferungsprovision 65. 65.000. 1,6 Millionen. Ja, Marktwert der ausgewählten. Also bekommst du dann 1,6 Millionen. Nee, oder? Marktwert. Nee, Marktwert steht da. Okay. Dürfte wahrscheinlich ein Fehler sein. Der ausgewählten Fahrzeuge 1,6 Millionen. Ablieferungsprovision 65.000. Also bekommt man auch mal 65.000 mehr, oder wie? Ja, das glaube ich nicht. Der ist 950 Millionen wert. Der ist 650.000 wert. Der andere 950.000. Ich glaube, nee. Weiß es irgendjemand? Wie viel Geld bekommt man da einfach? Bekommt man dann 1,6 Millionen? Nee. Niemals, oder? Es geht doch versuchen nicht, dass man, mal. Dass man mit zwei... Oder schau mal nach, ob du... nee, so viel kostet Sammlung, der wahrscheinlich. Also, so viel kostet der wahrscheinlich, wenn du es im Shop kaufst. Weil der GTS, den wir jetzt gerade eingesammelt haben, da bekommt man 610.000. Nee, das glaube ich doch niemals. Nee, glaube ich nicht. Oder? Ich weiß nicht. Nee, aber schau mal, hast du irgendeine Sammlung schon beisammen oder nee. Fehlt dir noch ein Auto, ein spezifisches? Ich weiß nicht, das kann man ja nicht aussuchen. Zu einer Sammlung. Nee, ich habe drei verschiedene. Ich habe Oberklasse, Mittelklasse und Standardklasse. Das ist ein bisschen okay. Kacke. Ja, wenn du eine Sammlung beisammen hast, kannst du damit bestimmt ziemlich viel Geld verdienen. Genau, Belohnung 35.000, da das teuerste, was man bekommt, sind 20.000. Da hat man den Z-Type und den Roosevelt Valor. Ja. Aber machen wir erstmal weiter. Ist nicht irgendwie kacke, damit man, dass man immer zurückfahren muss, ne? So, erstmal was trinken. Dass man da... Ey, das ist meine eigene Wohnung und ich muss für mein Getränk zahlen. Ja, und schau mal. Du wirst einfach die Getränke dann, nachdem du sie getrunken hast, einfach auf den Boden... Hey. Du räumst das jetzt schön auf, ne? Hier liegen schon zwei Dosen. Hi. Out of work. Das sieht fast so aus wie du. Bekommst gleich auf die Schnauze. Ja, genau. Ich bin strenger Mitarbeiter. Okay, strenger Chef. Hier wieder laufen. Rennen, das ist ein Rennen. Ja, ich wäre schneller. Kannst du verkaufen? Hallo? Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich schon noch. Ah, jetzt brauchst du erst. Eine Sammlung bekommen. Ich möchte schon noch eine Sammlung bekommen. Vielleicht machen wir ein Auto noch und das verkaufen wir dann. So, jetzt laufen wir wie die Wilden durch die Gegend und wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist immer das Problem bei uns, ne? Ja. Aber vielleicht kann ich mich zu dir hinpacken. Fuck it. Scheiß dich. So, wir holen uns erstmal ein Auto. Oder ein Motorrad. Guck mal, ich habe ein neues Motorrad gekauft. Wie schlägt man eigentlich auf meinem Motorrad? Das kannst du auch deine Zuschauer fragen, vielleicht wissen die das. Auf Motorrad schlagen? Ja, einfach so, aber ja, du bist jetzt bei mir in der Crew drin, also geht das nicht. Und so als CEO bist du in meinem Club drin, das geht dann nicht. Weil ich meine, du kannst doch generell, wenn du allein am Motorrad fährst, schlagen. Achso, du meinst eine Waffe rausnehmen, oder wie?
Ja, nein, so schlagen einfach. So wie du einfach normal mit mir eine Schlägerei anzettelst. Weil? Dass du das einfach dann am Motorrad machst. Du nimmst du deine Waffe oder deine Hand oder eine Axt oder sowas. Und dann schlägst du den Gegenüber, der was vielleicht auch in einem Motorrad sitzt, einfach herunter. Ja, irgendwie so geht das, ne? Aber ich weiß selbst nicht, wie das geht. Ja, frag das mal deine Zuschauer. Wir sehen so gut, hey. Okay. Ja, du. Ja. Fahr du. Huch. Warum hat er dich jetzt runtergestoßen? Ey. Jetzt haben wir bestimmt gleich wieder Sterne, ne? Ich wollte Licht ins Dunkel bringen. So. Licht ins Dunkel, ich leg dir gleich eine Kerze in den Arsch. Dann haben wir Licht ins Dunkel. Warte mal auf dein Weihnachtsgeschenk. Wie meinst du das? So ein Dildo mit einem LED-Lämpchen vorne rein, oder wie? Ein Leuchtstab. Von Harry Potter. Ja komm, ich bin so ein Zauberstab und verzaubert von deinem Dildo. Schenkst du mir den Leuchtstab von Harry? Ja. Vom Harry Potter? Harry. Harry Potter, da oben sitzt. Da geht auch nicht runter, ne? Hey, warum kann ich nicht rein? Ich will rein. Ich will in das Häuschen da rein. Jetzt geht's. Warum schlägst du mich immer? Warum komm ich? Warum kommst du? Was? Ich glaube, ich muss mir mal andere Klamotten kaufen. Obwohl mir gefällt dieser Badeanzug sehr. Genieß dich mal mit meiner Assistentin, ne? Nee, lieber nicht, mach das ja nicht. Ey, wenn du das machst, ne? Dann bekommst du es aber mit mir zu tun. Tschüss. X und linke Maustaste oder rechte Maustaste. Also deswegen meinst du X. Ich frage mich schon, was meinst du mit X? X und linke Maustaste. X und linke Maustaste. Oder rechte Maustaste. Na, mal gucken. So. Also meinst du das jetzt mit dem Motorrad? Beim Motorrad schlagen? Ja. Oh. Einen 7. Wenn das stimmt. 17. Dann danke. Einen 7-17. Mittelklasse. 3P33D. Wenn wir dann noch einen Mittelklasse bekommen, dann. Zu Fuß nach draußen. Hast du vielleicht. Auf Dach oder auf Immobilie? Ich hab dich, glaube ich, eh mitgenommen. Ja. Ja. Wir sind auf jeden Fall unten. Das Glas hier ist auch schon richtig dreckig von der Eingangstür. So, this car is being used in a photo shoot of some kind. Ignore the flashing lights, just get the vehicle and bring it in. Just get the vehicle and bring it up. Es geht wirklich, schau. Schau, Alex. Warte mal. Alex? Ich probiere es selbst. Also danke, dass ihr uns das erklärt habt. Wie machst du das? X und. X, ah. X und. Ah, dann wird es aussehen. Achso, mit linker und rechter Maustaste kann man die Seite wechseln. Wie das aussieht. Ich. Nee, warte mal. Ich bin hier der. Alter, wieder Tant. Guck mal. Ja, schau mal bei mir. Akuraracha. Der tanzt da richtig während dem Fahren. Guck mal. Hey. Warte, lass mich mal auf dem Motorrad drauf. Hey. Ich komm nicht drauf. Na gut. Hey, gib mir die Hakuchu. Lo. Nein, ich will das hier. Nein, ich will das Motorrad hier. Guck mal. Guck mal.
So, komm mal, wir haben hier Gegner. Gegner? Ja. Boah, was ist denn das für eine Waffe? Kompaktgewehr, hat der einen Schalldämpfer? Nee. Hat der? Ich snipe. Ey, okay. Komm mal hier ran. Warte, gehen wir ganz normal hin und dann machen wir Gemetzel, oder? Oh, du machst so, ich mach ihn so und dann boom. Stehen der. So. Bist du bereit? Warte mal. Warte. So, steig ein. Boah. Hab den übelsten Lachflash gehabt. Ja, ich auch irgendwie. Ha? Ja, jetzt mit dem Schlagen da. Du sah aber die auch so, so eigenartig aus. Ja, das sah ihn richtig geil aus. So tanzen beim Fahren. Frei. Oh, ey. Nein. Alter, 1100. Ey. Ja. Boah. Alter. Das du zahlen und nicht die. Alter, Hubschrauber, geh weg. Ernsthaft jetzt. Ja, die Autos, die sind blöder, muss ich ehrlich sagen. Die können dir auch reinfahren und dann hast du einen richtigen Schaden. Die kleinen Kugeln da, die dich treffen, das ist ja nix. Alter. Alter. Beeil dich. Aber es ist geil, dass wir in so einer Lobby sind, wo nicht viele Leute sind. Das ist richtig. Ja. Geil. Perfekt, um Geld abzustauben. Okay, da vorne ist einer. Ah, boah. Ich hoffe nicht, dass der jetzt dahin fliegt. Der Heli da. Nee. Richtig geil, der Wagen. Boah, der geht auch richtig gut. Also, wir machen hier die große Kohle und keiner verfolgt uns. Okay. Das sah gerade ein bisschen eigenartig aus, weil der hat gerade sein Dach hochgefahren. Mann. Ey. Hubschrauber, geh weg jetzt. Nee, der Heli nervt nicht. Die Autos da am Boden. Okay. Nerven richtig. Alter, und die Autos, die da auch durch die Gegend legen, Alter. Ey! Nein! Das also, musst du 3000 okay. Zahlen. Nee, nee. Ja, die 3000, die machen wir nicht mehr. Oh, der Zombie-Zocker ist hier. Zombie-Zocker. Willst du bei uns mitspielen, herzlich Zombie-Zocker? Willkommen. Nee, der Zombie-Zocker, der ist ein Freund von mir. Ist gerade in der Lobby. Ah. Und ich frag den mal. Komm, lade, lade, not lade, legal lade, 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 lade. Also lade, nicht warte, so. Steht's auch wieder nur was Falsches, ne? So, erstmal trinken. Warte, ich kann aber eh mal schauen, wie viel dieser Bestia, der hat ja so 600.000, oder? So viel hat der gekostet, oder? Kostet. Hm? Was? Mit dieser, wie heißt der Bestia? Bestia, oder was? Bestia. Wie meinst du das? Bestia? Hä? Hey? Ja, dieser Bestia, also wo du gesagt hast, der kostet so, also da bekommt man viel Geld mit, so circa 600.000. Was meinst du den hier? Also nee, das, ja. Ist ja, das ist ja das teuerste, da bekommt man irgendwas mit 960. Also laut Preis her, bekommen tut man das eh nicht. Ich schau mal, wie viel der kostet. Und ich glaube nicht, dass man 960.000 für die Karre da bekommt. Und wenn man ein zweites Auto dazu wie packt, heißt die? Wie heißt die Karre nochmal? Das ist der, boah, der... Fade, also ist ein Supersportwagen, ein Edda. Das ist der teuerste Wagen. Weiß nicht, nach Preis sortieren. Einfach mal drücken. Okay, nicht der teuerste, aber. Hey, hat er nicht mal 10 Millionen oder so gekostet? Hm. Der Z-Type. 950.000 genau ist der Wert, aber bekommen tut man das 60.000 oder so, was ich gelesen habe. Der Z-Type.
katastrophales Setup. Da unter dem Äder, nach dem Äder ist er. Der ist aber in der Rufade, so Rufade heißt er. Rufade Z-Type, ja. Ja, der kostet 49. Zombie Joker, ja, der ist gerade in meiner Lobby drin. So, aber ich auch, wenn es noch so schön ist, auch jeder Gamer muss mal auf die Toilette. Jeder Gamer muss mal auf die Toilette. Ich lade dich ein. Rivalen, Spieler, wo haben wir Zombie Zocker? Face Adapt Tattoo? Du hast angeboten, genau. Was? Hä? Face Adapt Tattoo. Wie Tattoo? Face? Face Adapt. Nee. Wie alt ist denn dein Freund? Face Adapt. Boah. Wie alt ist denn der? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hast du Twitter? Ja, ich habe Twitter. Müsste eigentlich alles unten stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Musst einfach mal runterscrollen, wo Facebook und so das Ganze hier steht. Der Zombie sogar. Oh, hallo. Ja, ich weiß nicht. Also der hat einen Autoführerschein. Und in Deutschland kann man, glaube ich, mit 17 keinen Führerschein machen. Das heißt, er muss mindestens 18 sein. Oder darf man in Deutschland mit 17 Autoführerschein machen? Ich weiß nicht. By the way, can I adopt? By the way, can I adopt you? Also. Ey. Yes. Wie der jetzt alle Adapt schreiben, weil es einen YouTuber gibt, der heißt Face Adapt und der hat irgendwas mit 1 Million oder so. Abonnenten. Fatze Adapt, so heißt er. Ich muss mal gucken. Ich schau mal nach. Adapt. Aber der ist um einiges größer als ich. Der hat gerade, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber 3,2 Millionen hat der. Also ein bisschen mehr wie ich. Also wenn du einfach gesagt hättest, ja, du bist. Was soll ich denn machen? Alter. Nein. So. Was wollte ich nochmal? Genau, auf die Toilette gehen. From Austria. From Mother Russia. Alter. So, ich gehe jetzt mal erstmal auf die Toilette. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Schaut mal Musik an. Pack dich aus. Nee, mach ich nicht. Nee. Wir währenddessen. So, ich bin gleich wieder da. Ein paar Geschichten. So. Währenddessen der Adapt ist weg ist, ist meine Zeit gekommen. Keine neuen Autos. Nee, eigentlich nicht. Und auf jeden Fall, jetzt ist genügend Zeit, dass ich jetzt ein bisschen was sagen kann. Und zwar, was könnte ich denn sagen? Ja, also, wie gesagt, kam ich heute schon um 12 Uhr heim, wurde von meiner Mutter abgeholt. Peter kann einfach in ein paar Sekunden sein Outfit wechseln. Und auf jeden Fall hatte ich heute Schule, wie glaube ich die meisten hier, oder ein paar gehen ja schon arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Also ich bin eigentlich noch recht jung, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich hatte heute Mathematik. Deutsch, Religion und Musik und ihr müsst wissen, so, bin wieder da. Ich bin der unmusikalischste Mensch überhaupt,
So, und jetzt ist er wieder da. Obscurian. Ah! Natürlich. Ist ja auch ein Freund. So, Freund. Spieler. Nur Freunde. Ich habe keine Freunde. Spieler. Finde ich den einfach. Also, hier ist hier. Sind das eigentlich alles deine Arbeitskollegen? Alex? Nö. Nö. Wer sind die dann? So. So, noch ein weiterer. Okay, aber mehr wie 4, glaube ich, geht nicht. Oh, ne. Diesel Power 92. Der Name, ne? Minos Big London, alles klar. Ouais, Vitre. Beginnen Vitre. Vitre. Okay, beginnen Vitre. So. Okay, nein, Tobi kommt auch noch. Alter. Ja, Alter, jetzt haben wir keinen. Jetzt haben wir keinen Platz mehr, ne? Party und Bier. Jetzt geht's richtig Alex, ab. Aber ey. Bitte verlass mich nicht. Bitte verlass mich nicht. Ich bin dein einziger Freund. Warst du mal? Nee. So, nehmen wir gleich dieses teure. Nein, Tobi-Zocker, komm, renn! Nein! Gib mir das Auto. Nein, bleib stehen! Gib mir das Auto. Nein! Dein Booster, nein. Jetzt nicht. Fahr ich jetzt? Ja. Aber nicht mehr lange. Sind wir 4? Ne, wir sind. Scheiße! Chat kommt! Chat kommt! Ey! Dreh mal die Scheiße! Da! Ja! Nein! Nein! Oh! Alter, Dead Chaos grad! Alter! Was? Okay, hat uns erwischt. Bei mir ist heute so ein Typ in die Klasse gekommen, wo die Tür aufgerissen hat. Und der Lehrer, was? So. Wo war ich? Dann die Lehrer angeschrien und wollte mit einem Kumpel von mir reden. Der Typ hat irgendwas gehabt. Schätze Koks. Geil! Ja, wenn man auf der Schule schon mit Koks dealt, finde ich. Also solche Leute respektiere ich richtig. Warte, wir uns das auch hier. Komm. Steigt ein! What? Ich hab schon markiert. Ja. Hol Oberl. Hä? Ist der eine jetzt eigentlich noch bei uns? Wir sind noch nur drei im Auto. Wo ist denn der? Der Obscurian HD. Wo ist denn der? Der wird verrecken gerade. Oder ist noch in der Lagerhalle? Achso, nee, der wird irgendwo anders sein. Ah, der ist. Ganz, ganz woanders. Hallo Nico. Ich hab grad keine Zeit. Hä? Okay, dann. Huch, falsch geschrieben. Schreibt mir, obwohl ich im Stream bin. Bin gerade am Stream. Ja, ich wollte das an jemanden anderen schreiben. Gar nicht. Ich wollte es gerade an jemanden anderen schreiben. Ich bin dir so wichtig, ich bin immer dein erster Kontakt, oder? Nö. Lass du mal die Haftbombe rein. Nein. Tu die Waffe weg. Pack die Waffe weg, mein Junge. Pack die Waffe weg. Pack die Waffe weg. Pack die Waffe weg, sonst hole ich eine andere Waffe. Oh Gott. Lass die Granate dort, wo sie sein soll. Lass die Waffe dort, wo sie sein soll. Die kurze. Lass sie nicht erhärten. Lass die Granate dort, wo sie sein soll. Genau. Nein! Boah! Steckst du wieder in deinen Arsch. Alter! Hä, hat sie? Hä? Admiral Beitie hat mich hinzugefügt zu seiner Freundesliste. Ja. Alles klar, ich muss da rein. Zock, endlich geschafft. Lass mich ein, bitte. Bitte. Schnell, Polizei kommt. Ja! Alex, kennst du Admiral Beitie? Admiral Beitie, ja, das ist ja der Tobi, der gerade im Stream ist, der die ganze Zeit schreibt. Das Wege Game IOT. Heißt jetzt Admiral. Der heißt so, ja.
Tobi. Tobi ist. Lass ups, in das rein. Lass ihn rein. Hey, Zombiezucker hat mich geblockt und gelöscht. Warum denn das? Was macht ihr denn? Geht ja. Er hasst dich. Du hast ihn verraten. Betrogen. Ich will mich nicht hinsetzen. DLC. Nein, steh auf, bitte. Alter, wenn ich ein GTA-Charakter wäre, ich würde, glaube ich, mein ganzes Leben nur damit verbringen, dass ich aufstehe. Mhm. Ja. Tanz wieder schön. Wie macht man eigentlich Gesten? Unterm M-Menü. Das sind vier Autos schon, ne? Warum hat er dich denn geblockt? Und gelöscht? Seid ihr nicht mehr Freunde? Oder hat es unabsichtlich gemacht? Zu Fuß nach draußen, Büro mit einem Fahrzeug verlassen. Swift Deluxe. Verlasse das Büro. Ja, ich will den nehmen. Mit Piloten wählen. Das bin ich. Aber Alex. Ja. Ja. Das ist wieder ein Mittelklasse-Wagen. Das heißt, es könnte sein, dass du dann drei beisammen hast und wir haben jetzt drei Leute. Kann sein, ne? Das heißt, wir können dann eine ganze so, sind Auswahl. Jetzt alle bei mir drin? Nee. Wo sind die anderen? Ah, da musst du hin. Warte mal. Hab sie markiert. Komm. Aufs Dach. Bleib noch stehen. So, dann warten wir. Weißt du nicht. Trinken ein bisschen Tee. Einen grandiosen Tee. Alex. Ist auch nicht das erste Mal, dass du ein Stück Stange angefasst hast, oder? Sieht sehr professionell aus, wie du deinen Hubschrauber lenkst. Was? Wie meinst du? Ich glaube, die kommen nicht mehr rein. Geht vom Dach. So, geht vom Dach. Geh vom Dach. Geh vom Dach. Die sind unten, glaube ich. Oder können die da nicht spawnen, wenn ich da oben bin? Nee. Sie sind rausgegangen, aber wohin? Achso, die haben einen eigenen Heli. Ah, okay. Wo müssen wir hin? Ah. Dort. Ja, ich hab's mir schon markiert. Also, ja, ich streame jetzt schon seit zwei Stunden. Das ist geil. Geil. Das Haus da unten möchte ich am liebsten haben, ne? Das Haus da unten möchte ich am liebsten haben. Das sieht ja richtig geil aus. Achso, wir müssen da hin. Das dachte ich mir schon, Alter, was ist denn das für eine Startrampe hier? Und jetzt um. Wir machen unser eigenes Ding. Achso, okay, die machen. Okay. Na gut. Okay, bereit? Jo. Alter. Sind der Rest. So. Hier. Kann man mit dich am Schau schießen? Boah! LOL! What the hell? Was war das? Ein Speed habe ich eingesetzt. Okay, wir müssen 4 Kilometer fahren. Sind aber jetzt schon im globalen Bereich. Haben Sterne. Das ist ein Problem. Wir müssen die Sterne loswerden und dann kann man erst. Weißt du, was ich so witzig finden würde? Wenn einfach deine zwei Freunde kämen und dich einfach umbringen würden. Nee, das macht sie nicht. Sie machen ja. Boah! Du wolltest immer noch 0 Euro, also 0 Dollar Reparaturkosten. Also vielleicht hast du dann wirklich eine ganze Sammlung und dann können wir die Sammlung verkaufen und dann kommt viel Geld. Frozen Lucario. Oh, hallo Nico. Danke für dein Follow. Nein, Tobi hat mich eingeladen. Ich will aber nicht. Danke.
Danke, Nico. Ja, mich hat er auch eingeladen. Nicht annehmen, einfach ignorieren. Springen. Genau. Ja, aber welches Auto? Also es gibt jetzt neue Autos. Welches Auto möchtest du dir kaufen? Jetzt mal gar nicht. Die haben ja alle irgendwelche. Ja, aber das sind keine normalen Autos, die haben irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Zum Beispiel das eine kann fliegen. Ja, ich weiß nicht. Das andere ist sehr sauschnell, das andere kann falsch. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich das Geld wieder zurückbekomme vom Lager. Nein. Boah, das war. Okay, kannst du vielleicht mal aussteigen und dann kann ich die Cops abschütteln? Geht das? Schnell, Schergas. Nein. Doch, Schergas. Kann ich nämlich. Ich muss einsteigen, anscheinend. Ja, ruf mal Lester an. Alter, ich werde gerade bombardiert. Okay, ich habe keine Sterne mehr. Nee, ich kann das auch so machen. Ja, geht. Der Nico, ja, ein ganz, ganz alter Freund von mir. Okay, hast du es geschafft? Hol dir mal GTA, dann spielen wir mal miteinander. Ja, hab's geschafft. So. Jetzt guck ich mal, was wir für Fahrzeuge da drin haben. Vielleicht können wir welche verkaufen. Gucken wir mal. Oh Gott! Standbild? Standbild haben? Standbild gibt's? Was? Nee. Hast du jetzt schon eine Sammlung beisammen oder brauchst du noch eins? Ich muss mal schauen. Zeige ich mal erstmal rein. So. Export. Mittelklasse. Warte mal. Sammlung. Noch nicht. So, Sammlung. Fehlt dir noch Sammlung. Eins oder zwei oder so? Warte mal, Mittelklasse haben wir gesagt, ne? Nach Wert. Ja. So. Corvette. Es geht dann da nicht durch Mittelklasse, ne? Es geht vom Wert. Hast du noch ein spezielles Auto? Weiß nicht. Also den FMG kann man auch holen. Boah. Ich weiß nicht, jetzt wähle ich mal all. Ach scheiße. Hat er 1,3 Millionen mit die beiden hier. Hol ich mal den Z-Type, nehme ich mal und. Jetzt kommen 645. Den 70 und. Achso, nee, warte mal, so geht das. Ja, man kann nur zwei Fahrzeuge verkaufen, weil wir nur zwei Leute sind. Viel Spaß noch. Nissan Donation Army. Also Hashtag Donation Army. Hast du eigentlich schon mal eine Spende bekommen? Donation? Nope. Verlange ich eigentlich auch nicht, weißt du. Soll eigentlich nur freiwillig sein. Du kannst auch einfach zwei verkaufen, ja, ich weiß. Sonst probieren wir es mal, dass wir welche verkaufen. Machen wir es einfach mal, oder? Nehmen wir mal den billigsten. Ja. Nehmen wir erstmal ein Auto, okay? Provision. Oder nein, du kannst auch gleich zwei nehmen. Hochwertige Modifikation benötigt Preis 12.500. Bekommen wir 62.500 für das Auto, oder wie? Ach so, okay, jetzt verstehe ich's. Man kann es privat verkaufen, also exportieren, als Ausstellungsraum oder beim Fachhändler, das heißt, nicht bei einem Laden. Da muss man aber 12.500 dazu zahlen, bekommt man aber dafür 62.500. Stellt sich nur die Frage, wo gehören die hin? Nehmen wir mal Fachhändler. Alter. Okay, let's get this ready. Buyer wants certain elements changed. Doesn't mind so much what they're changed to, and I've already coded your price. So, ich muss das jetzt tunen. Peilsender entfernen. Nummernschild. Sometimes you have to wait on other drivers being choosy, but you won't wait long.
Ja. Änder die Fahrzeugfarbe. Nehmen wir mal schwarz. Siehst du mich? Maximale Leistung. Verkleidung. Muss man das? Ja. Erstmal eine LKW-Hupe rein. Ich nehme die hier. Ist eh alles kostenlos, also geil. So, er hat schon Neon Kids drin, Seitenverkleid. Ist eh schon alles drauf. Was zumindest geil aussieht, ne? Ja. Felgen, Lowrider. Boah. Sehr mäßige, sieht geil aus. Also ne, Felgenfarbe. Also braucht Tuning-Felgen. Gelb. Nehmen wir die hier. Passen schon. Alter, wie geil. Dann muss man jetzt irgendwie tunen und dann bekommt man mehr Geld. Was ich so jetzt mitbekommen habe. Nehmen wir einfach schwarz, Alter, hauen wir irgendwas drauf. Ist ja scheißegal. Reifenqualm, schwarzer, so. Ich möchte bestätigen. So. Hoffentlich bekomme ich auch Geld. Nee. Steck schnell an. Okay, wir dürfen keinen Schaden machen. Aber trotzdem. Gesamter Marktwert. Wir müssen jetzt 3 Kilometer fahren. Oh. Alter, das schaffst du. Sind wir auf 14 Minuten Zeit. Also wenn du wirklich 700.000 Euro bekommst, das wäre so abgefuckt. Alter, das wäre doch übertrieben, ist meiner Meinung nach. Ich glaube, dass wir 62.000 bekommen. Was soll das eigentlich mit der Provision heißen? Plus dazu bekommen, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Alter, ich will jetzt nicht auf den Chat gucken. Ich will das Auto jetzt schadenslos wegbringen. Kacke wäre es, wenn jetzt einer kommt und uns tötet, ne? Dann ist das Auto weg. Ja. Alter, jetzt bin ich gespannt, wie viel ich bekomme. Aber das schaffst du schon. Ja, ich bin auch voll gespannt, was ich bekomme überhaupt. Das ist weil ich hoffe, dass wir nicht in den Kampf oder so gehen müssen. Alter, die meiste Angst bringt mir irgendwie der KI. Der einfach irgendwie leckt zum Beispiel. Ja. Rechts überholen. Machen wir nicht, wir sind in Amerika. Da darf man alles. Sogar die Polizisten dürfen dich töten. Alter, jetzt wäre ein Kampf eigentlich richtig kacke, ne? Aber da ist doch nie. Ja. Da ist doch nirgendwo ein Händler. Vielleicht so im Berg drin in seiner kleinen Höhle. Achso, müssen wir jetzt so einen Luxusteil da bringen, oder wie? Muss mal über den Rasen fahren, ne? Das ist geil. Abgeliefert, Fachhändler. Bezahlung 62.000 bekommen wir. Ja, ist okay. Eigentlich auch nicht so wenig, ne? Nee. Du hast nichts bekommen. Oder? Nein. Okay. Naja, bekommst dafür eh immer die 5.000 da. Na, es ist nichts. Erstmal ein Auto hingebracht, das dürfen wir dafür auch ein Auto nehmen. Nehmen. Das Simon möchte dieses Fahrzeug. Was? Ah ja, stimmt. Nice. Erstmal zum Nachbarn fahren, ne? Was? Ja, ich finde aber trotzdem scheiße, dass man da schon ein bisschen viel braucht. Viel Geld braucht, dass man überhaupt diese Mission machen kann. Stell dir vor, du bist zu viert und jeder verkauft so ein Auto. Ist das ein Mittelklassewagen, den du gerade verkauft hast? Ja, ich glaube schon. Nein! Ach Gott. Ja, weiß nicht. Weil wenn du wirklich, das sehe, wenn du eine Sammlung bereithältst, ich weiß nur, dass du dann ziemlich... Ja, ich wollte es jetzt einfach mal verkaufen, wie das ist, ne?
Ja. Warte, ich schau mal, wie viel man bekommt, wenn man das. Hallo! Sonne. Ich fahre hier ab. Viel Spaß. Geht ja immer zurücklaufen, ne? Okay, wir haben einen leichten Sturz vorne. Ist ein bisschen eingepresst da vorne, ne? Ich weiß aber nicht, warum. Das Nehmen und Geben der Kirche. Ja, genau. So ist es. Das Nehmen und Geben der Kirche. Ja. Schöner Drift. Nicht. Aber heute habe ich eigentlich so richtig Lust am Stream, weißt du? Irgendwie, wenn ein paar Zuschauer da sind, auch wenn es nur vier sind, es sind nicht die meisten Zuschauer, also es sind nicht so viele Zuschauer, irgendwie, wenn du Zuschauer hast, dann macht es auch richtig Bock. Und wenn du Leute hast, die immer in den Chat schreiben, dann macht dir auch das Stream Spaß, egal wie viele Leute da sind. Auch wenn du zwei Leute da sind, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel nur einer da ist, oder vielleicht gar keiner da ist, nee, das macht dann nicht so Spaß, ne? Wenn jetzt ein paar Leute da sind und ein bisschen schreiben und so, dann kommt manchmal wieder mal ein Follow rein und so, das macht schon Spaß. Das trifft. Wie gesagt, irgendwann können wir vielleicht mal alle gemeinsam spielen, das heißt, ihr könnt einfach in meine Crew kommen. Vielleicht auch nächste Woche schon. Ich weiß nicht. Komm ich da drüber? Nein. Ja. Soulwax. Ach ja, Alex. Es gibt ja auch noch so Spezialaufträge. Ja, aber da musst du ein Auto kaufen, so ein Spezialauto. Wie zum Beispiel der LKW mit dem. Doch, sonst geht's nicht. Oder musst du da viele Aufträge schaffen? Nee, dann musst du so ein DLC-Auto kaufen. Also die neuen Autos, die jetzt dazugekommen sind. Also die komischen Autos da mit der Rampe oder so. Die brauchst du für die Mission, sonst geht's nicht. Wo fahre ich eigentlich entlang? Das ist erstmal die erste Frage da. Also Alex, wenn du eine Dreier sammelst. Bin ich eigentlich in deiner Crew? Ja, du bist in meiner Crew, Tobi. Ja. Alex? Ja? Wenn du eine Dreiersammlung verkaufst, bekommst du so circa 180.000 und dann nochmal 50.000 Premiere. Echt? Ja, Premiere. Ja, ist schon geil, ne? Das heißt 230 bekämst du für drei Autos. Halt hängt halt davon ab. Wo siehst du deine Spenden? Ich habe mir heute vorgenommen, Geld zu verdienen und habe einfach immer noch keinen Cent dazu verdient. Doch, 5000. Ich habe eher verloren als verdient. Du hast 5000 von mir bekommen. Ja. Weil du in meiner Crew bist, weißt du? Wenn dir jemand Geld, dann hätte ich. Also du zahlst mir nichts, mit. Das ist das Spiel, was mich bezahlt. Ja. Wie lange streamst du denn noch? Alex, wie lange streamst du heute noch? Weiß noch nicht. Mal schauen, wie sich. Wann streamst du mal wieder? Achso, ich meinte den Tobi. Ach ja, Tobi, stimmt. Glückwunsch zu deinen 10.000 Aufrufen, was ich vorhin gelesen habe. Tobi, welcher Tobi? Ja, der Swaggy Gaming. Was? Swaggy Gaming. Der Tobi. Der dich adden möchte. Also nicht den ich kenne, den du aber auch kennst, der neben dir wohnt. Nee, nicht der.
Der wurde gefragt. Ja, aber der hat. Wie viel hat der? 365 Abonnenten, glaube ich, oder so. Und heute hat er die. Wir brauchen einen Hydra hier. Eine Hydra? Warum? Hä? Braucht eine Hydra, warum? Der braucht eine Hydra. Du Arsch. Nein. Vogelperspektive. Hallo, Boss. Boss, ich habe dich schon erwartet. Wenn ich jetzt einen Tresor hätte, würde da überall Geld liegen. Also ein bisschen was, ne? Und Nuten und. Was? Da Nuten. Was? 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 Wenn ich meine neue Leitung habe. Liegt bei dir nicht mehr am Ende? Dann gibst du mir die. Du hast eh eine gute Leitung, Alter. Ja, die gute Leitung beschwert sich, ne? Eine bessere Leitung. Welche Leitung denn? Er hat eine bessere. 0,09. Er hat eine bessere. Wie bei dir, ne? Er hat eine bessere Internetleitung als ich und. Reg dich auf. Ah ja, Spezialfahrzeugaufträge, stimmt. Das geht wirklich. Ja. Ramp Buggy. Machen wir einen. Als ja. Abschluss oder. Nee, so. Ich will schon irgendwie ein bisschen. Auf jeden Fall, ihr müsst es wissen. Ich habe so schlechtes Internet. Also, ich habe 3 Mbit Download und 0,5 Upload. Wie lange brauchst du für GTA? Und dann so? Kam na, Alex zu mir mit seinem Router. Das meine ich, das ist ein cooles Auto. Will jemand na, mitspielen? So oder ja nicht? Nee. Verlassen des Büros, Hubschrauber. Ja, zu Fuß, Hubschrauber. So, Pilot, und auf jeden Fall kam dann Alex zu mir. Alex, ja. Du. Und hat seinen Router bei mir ausprobiert. Und wir haben auch manchmal, also, wie viel geht deiner maximal? 16, oder? 17, glaube ich, was das Beste war. Hm. Draußen. 17 MB. Und wir haben es wirklich an jeder Stelle probiert. Mein Zimmer. Also. 2, also noch schlechter als 3. Warte, echt? Dann krass. Waren wir draußen, irgendwo in der Garten drinnen, hatten wir besseres Internet als wie bei mir im Zimmer. Dann waren wir kurz über den Flur draußen, dann waren wir in der Garage vorne, also wir waren eigentlich überall. Und dann haben wir eine Stelle gefunden, da hatten wir glaube ich mal 9, das war vor dem Haus. Und wir hatten eine Stelle, wo in meinem Zimmer, glaube ich, wo ich 0,09 Mbit Download hatte. Ich habe nicht mal 1 Mbit Upload, aber habe richtig viel. Ach so, okay, so war das. Ja, 1 Mbit Upload brauchst du, damit du irgendwie streamen kannst. Für 480p aber Stream Upload, brauchst du 1 Mbit Upload. Das. Aber Upload ist komplett gut bei mir. Also ich habe irgendwie 5 Mbit Upload gehabt, durchgehend, egal wo ich war. Aber Download war halt ziemlich scheiße. Obwohl eigentlich auch Upload eher wichtig wäre. Wie gesagt, aber der Upload ist natürlich richtig wichtig. Weil ich Videos produzieren möchte. Jetzt gab es in letzter Zeit bei mir keine Videos, weil ich hatte einfach zu viele Tests. Zu viele. Aber der Upload. Außerdem freue ich mich schon sehr, dass ich dann endlich mein neues Schnittprogramm bekomme und da kann ich endlich ein bisschen herumexperimentieren, weil das ist genau das, was mir eigentlich ziemlich am Schneiden gefällt. Hm. Ja, wie gesagt, ne, ein Mbit Upload brauchst du für 480p Stream. Das ist so. Ja. So. Sollte ich aussteigen? Ich habe einen Upload von 5 und streame gerade mit, habe ich eigentlich zu hoch eingestellt mit 3 Mbit. Brauche ich eigentlich nicht mal die 3 Mbit. So, aussteige, meine Herren. So, jetzt bist du. Alex, du kannst. Ehrlich jetzt. Okay. Du kannst wirklich durch jedes Auto durchfahren. Wirklich. Du kannst einfach durchfahren. Achso, musst du mit dem. Oh, lol. Ja, das weiß ich schon, ne?
Oh, das ist geil, Alter. Ja. Es sieht halt nicht gerade schön aber, aus. Aber der Wagen ist richtig schnell. Meiner Meinung nach. Geht doch richtig schön. Ich komm dir nicht hinterher. Ich fahr gleich zurück und heb dich in die Höhe. Wir machen das. Guck. Nee, fahr ganz normal. Fahr ganz normal weiter. Scheiße. Alter, das ist ein richtig geiler Jeep, den du da hast, ne? Alter, was für eine Federung hat das? Alter, der bewegt das nur und bekommst du schon einen Boost in die Höhe. Ja. Und du fährst mit 2 km/h dagegen und der fliegt. Alter! Alter! Das ist ja übertrieben! Nein, wir müssen abbiegen! Alter, mit 2 km/h gegen. Mit 2 km/h gegen ein Auto fahren und BAM weg! Warte, ich komm schon. Guck. Ich bin schneller wie du. Guck mal. Juhu! 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 Warte auf mich bitte. Guck mal. Ja, das hast du Bullen. Toll gemacht. Njom. Das Geile ist, das hab ich auch Bullen. Mich würde irgendwie das. Njom. Da bekommt man voll den Boost, ne? Alter, wie geil ist das Auto? Wenn wir das voll auftunst, Alter, wenn das nicht mehr schnell geht. Leute. Was passiert jetzt? Ein Banküberfall, oder wie? Was? Nein! Warte, bis die. Was? Also, die müssen da jetzt rein. Schnell. Gas. Was machen die denn? Ach so. Alter, wie geil. So. Warte, ich fahr vorne, okay? Warte. Oh! Warte! Fahr zu mir rüber. Fahr schön entlang der Straße, ich mach das mit dem Pull. Guck! Guck! Alter, wie geil das Auto ist! So Juhu! Juhu! Alter! Njom! Alter, wie nur sie. Also wird man richtig beschleunigt, wenn man gegen ein Auto fährt, ne? Alter! Juhu! Alter, das Auto ist übertrieben, Alter. Also ich hab, wir haben einfach. Guck mal! Njom! Das wird richtig drüber geboostet, ne? Da schaffen wir alle Bullen vom Hals. Gut, magst du das? Ja, guck! Und. Flip! Warte, mach das! Ich fahr drunter! Nee. Ich bin gerade hinter dir. Alter, wir haben Zeit auch noch. Fahr bei mir, ne? Ja, das schaffen wir locker. Ja, warte. Fahr. Ich geh auf die Seite, ne? Also. Guck mal. Der LKW, Alter. Ein Motorradfahrer. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Njom. Njom. Alter, du wirst ja nicht langsam mit. Alter, nein, er hat mich abgedrängt. Alex, nein. Alex. Ja, komm schon. Ja. Alex, ich komm nicht mehr weg. Nee. Alex, ich komm nicht mehr weg. Alter, die Karre ist so tief, ne? Oh. Er hat mich runtergestoßen. Boah, halt dich auf. Warte. Ja, ich hab's geschafft. Nein, nicht umfallen. Warte, nein, ich hab's geschafft. Fahr zurück. Wirf mich hoch. Bist du dumm? Also ich hab kaum Leben, ne? Boah. Alter, du musst mich hochwerfen. Boah.
Alter. Kommst. Geht's? Ich komm schon. Wie ein Männer fährt. Schon Angst. Guck mal. Wir kommen hin. Ja. Alter. Möchtest du dieses Auto kaufen? Ich weiß nicht. Die LKWs sind am geilsten irgendwie. Welche sind es am geilsten? Geilsten. Die LKW. Was macht das? Die fliegen auch richtig geil. Scheiße, ich wurde gedreht. Du musst mir helfen. Ein bisschen. Weil mir die Bullen die ganze Zeit. Ja, ich kann nicht, sie drehen mich die ganze Zeit. So. Als wir aber diese Bullen. Die sind so. Also diese Bullen. Diese Bullen in GTA sind so zielstrebig. Weil auch wenn ihr bester Freund gestorben ist, die hauen ihn einfach da raus. Lol, danke. Die werfen ihn einfach aus dem Fenster. Oder aus der Tür einfach raus, aus dem Auto. Ist wirklich so, ne? Damit sie selber die Verfolgung aufnehmen können. Ja, wir haben noch 5 Kilometer. Lol. Ich leg die mehr auf die Straße, ne? Umgang mit einer Sterne, ne? Alter, das Auto ist ja richtig geil. Ja. Also wenn ich jetzt nichts Hallo. Bekomme, ich dreh durch. Wenn ich jetzt nichts bekomme, ich dreh durch, ey. Alter, wie geil war das Rennen gerade. Was machen die jetzt mit dem Auto? Tschüss. Haben sie das eingepackt, das Auto? So eingelesen, so eingesaugt. Ich habe nur 11.590 bekommen. Wie viel hast du bekommen? 11.590. Ja. Ja, geil. Aber ich glaube. Ah, jetzt weiß ich es. Wenn du diese Mission magst, dann bekommst du dieses Auto im Shop billiger. Schon? Ja. Ja, aber kostet. So um 1 Million oder so. Nee, ich spare jetzt lieber. Ich will mal die Kohle wieder reinbekommen. Weil sonst hat es keinen Sinn. Ich habe mal mit meinen Freunden, mit anderen Freunden irgendwas gespielt, also Deadline habe ich gespielt und dann habe ich nach einer Runde 90.000 bekommen. Wow. Wow, ja. Amazing. Amazing. Das ist echt geil, ne? Hey, warte. Hey, ich will das Geld überweisen. So. Ich kann nur 4.000 überweisen, also. Was? 4.000 kannst du überweisen? Nein, 391.000. Wie geht denn das? Nein, nicht über... Bleiben. Hey, wie geht das? So. Tobi will mit uns Turf War spielen. Ich hab's gesehen, ja. Willst du nicht leben? Ja, ein bisschen was. Willst du nicht leben? Hab Nasenbluten vor Lachen bekommen. Hey. Wirklich? Nee, der andere. Der Tobi. Also.
So, jetzt guck ich mal kurz, ob ich die bei der Alertbox das hier ausschalten kann mit dem Hosting da. Disabled, das brauchen wir eigentlich im Prinzip nicht. Ja. Safe Settings. Genau. Das heißt, wenn mich jetzt einer hostet, wird das nicht mehr eingeblendet. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen sinnlos. So. Warte, kann ich? Komm her! Warte, ich nehme auf den Stock. Und dann sind wir das Duo, warte. Alter, wenn das ein Seil wäre, ne, dann könntest du Lucky Luke spielen. Schlagstock. Und dann wegwerfen. Du hast Schlagstock genommen, oder? Ja. Alter, das ist richtig geil. Ja, so hat's. Stell dir vor, warte mal, jetzt machen wir es bei dem Auto da vorne. Jetzt machen wir es beim Auto da vorne, das sieht richtig geil aus, glaube ich. Warte mal, wenn das Auto da vorne ist. So. Stell dir mal vor, du bist der Autofahrer, der vor uns, ne? Dann kommt so ein Vollspaß, das vorbei, die so machen beim Mobetan. Stell dir vor, du bist im Auto und dann auf einmal so. Schlagen die Leute so wild um her, Alter. Weil wir den anderen Fahrer finden. Stell dir vor, du bist so, ne? Du, hallo. Hallo, ey du da, hallo. Bom. Also vielleicht finden wir einen anderen Motor. Das sieht ja übelst geil aus. Alter. Ist das dämlich. Warte, ich möchte kurz was probieren. Iha! Alter, mach mal einen Wheelie, mach mal. Ja, wie so auf Pferden, ne? Alter. Kann man da so dumm sein? Ja, das ist richtig dämlich. Oh Gott, das ist so dämlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kann ich über Nacht dann einen Stream 3, hochladen. 4, bin gespannt, wie die Datei ist. Wie? Aufhören? Ja, irgendwie zum Hupen. Nein, ich hupe gar nicht. Jetzt hupe ich. Warte, fahr mal nah an irgendeinen Typen ran. Jetzt aus, wieder. So much higher, fly. Randale, Randale. Voll stumpf gegen den Baum gefallen. Ja, hinfällt, Alter. Hast du was getrunken oder so, kann das sein? Ja, mit der Axt. Mit der Annäherung, so wie eine. Geht das mit der Taschenlampe auch? Ja. Hey, Alter, komm, fahr mal zu dem einen Typen hin. Boah. Fahr mal zum Auto hin. Fahr mal zu da zum Auto hin. Damit Ruhe sein. Fahr mal da zum Auto hin. Hallo. Huch! Entschuldigung. Alter. Hey, fahr mal zu den Typen hin da. Fahr mal. Alter. So, ich würde sagen, machen wir jetzt mal die letzte Mission in den Kopf und dann. Geschlagen.
Alter, wie geil das gerade war, ne? Stumpf, bumm. Super Elfriede. Super Elfriede? Was, Super Elfriede? Was? Kannst du es eigentlich mit deinem... Kannst du es eigentlich mit deinem neuen Prozessor, Forza aufnehmen? Ah, müsste ich mal probieren, weiß ich nicht. Habe ich noch nie geguckt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, kann ich nicht dann sagen. Dann können wir zu dritt, das D, Mani, du, ich, Forza aufnehmen. Sehe wir beide mit unserem ultraschnellen, wie heißt das kleine Auto dann nochmal? Das ist ja der BMW, Isaletta, oder? Isetta. Isetta, ja. Den haben wir so oft getunt, dass es ist, glaube ich, ein S1 oder S2. Irgendwie so. Was lang ist mit über 700 PS. Was mir gerade aufgefallen ist, das ist gerade der erste GTA-Stream. Also ohne Auftuning. Ne? Ohne Auftuning fuhr der so 50 km/h. Wie halt so ein Moped-Auto. Ja. Spezialfracht wäre irgendwie auch wieder mal geil, ne? Aber da braucht man wieder ein Lagerhaus. Oh Mann. Für alles braucht man ein Lagerhaus, Alter. Ja. Gesamter Exportverdienst so, 62.000. Ja, Blazer. Was ist das? Beschaffen Sie für Sie eine Modifizierung. Das mit dem LKW. Die Starsitze. Nehmen wir den Ruin. Achso, nee, das können wir noch nicht nehmen, ne? Beschaffen Sie ein paar weitere Fahrzeuge, um Zugriff auf diese Mission zu erhalten. Okay. Ah, okay, wir können bis jetzt nur das erste machen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Naja, passt eigentlich, ne? Okay, dann machen wir mal ein normales. Ja. Holen wir uns wieder mal ein Auto. Oder wir fliegen mit dem Flugzeug. Oder mit dem Motorrad. Jetzt nehmen wir ein Auto. Nehmen wir ein Motorrad, ja. Und was noch? Und dann machen wir hier jetzt die letzte Mission und dann würde ich sagen, beenden wir den Stream mal. Nein, jetzt habe ich Dach gewählt. Muss halt runterspringen. Nee. Ich muss kurz den Mechaniker anrufen. Der Mechaniker? 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 Achso, nee, ich bin hier unten. Passt schon. Details should be with you on this car. It's parked at that location. This is straightforward enough. Let's get this one back in good shape. So. Hey. Wo ist denn das Auto? Hier oben. Fährt das wieder? Ne, das steht. Schnell! Bevor es anfängt zu fahren. Warte, fahren wir zu den beiden dahin. Komm schon. Nö. Da hinten, hinter wir uns. Haben ne, wir haben ne Zeit. So. Boah, Alter. Wir haben keine Zeit. Ne, haben wir nicht immer. Gut, so, morgen. Wie ist morgen mein Ablaufplan? Morgen Friseur, gleich in der Früh. Danach. Duschen. Ja, das sowieso. Dann Schreibtisch umstellen. Essen. Und am Abend wahrscheinlich dann essen gehen. Wohin dann? Weiß noch nicht. Vielleicht Pizzeria. Pizza. Ich geh mit. In der Nähe von uns ist ein Feuerwehrfest. Was sehen. Ich will jetzt den Namen nicht. Ja. Und dann gehe ich dann hin. Guck mal, eine Prostituierte. Wirklich? Was steht da hinten? Was steht da hinten auf dem T-Shirt? Fuck me. Ja, wir können eh gemeinsam auf das Feuerfest gehen morgen, wenn du willst. Ja, du musst mir nur Bescheid sagen, wann das ist. Halte. Weil bei unserem Feuerwehrfest in unserem kleinen bescheidenen Dorf hast du nichts gesagt, wann du kommst. Also bin ich ganz alleine unten gestanden und habe auf dich gewartet. Aber du kamst nicht. Ich wollte eigentlich eh gehen, aber irgendwie, weiß nicht. Ich musste noch was für die Schule machen und ja. Es gab so lecker Punsch. Mhm. Punsch, ich liebe Punsch. Aber nächstes Jahr natürlich wieder. Das ist das Beste überhaupt. Nächstes Jahr komme ich wieder. Okay. Fix. Das weiß ich jetzt schon. Alter, es hat 3 Tage gedauert und ich war kein einziges Mal dort. Bin aber Mitglied, ne? Also das Beste. Naja.
Mitglied bei der Feuerwehr, aber nicht beim Feuerwehr-Event dabei. That's Alex's life. That's my life. That's his life. Schöne Abkürzung. Psst. In die Rosette, nein. Psst. Ganz ruhig. Nein! Boah, nicht mal eine Alarmanlage, wie geil. Ruhig. So, wir als Hausbesitzer müssen jetzt mal fortfahren. Nein, wir haben ja auch wieder globales, ey, das ist irgendwie ein bisschen kacke. So, wer ist ein Real Slay? Also ich habe Leute in der Freundesliste, die ich nicht mal kenne. Wo ich mich echt frage, habe ich die wirklich mal angenommen? Boah, der bringt bestimmt auch viel Kohle, schätze ich mal. Habe ich jetzt gar nicht geschaut, ne? Das ist, glaube ich, Mittelklasse. Das ist Mittelklasse. Das ist, glaube ich, auch Mittelklassewagen. Ich habe gar nicht geguckt. So, das wird jetzt die letzte Mission. Das ist Alpha und das Mittelklasse, das weiß ich nicht. Boah. Alter, ich kann schon nicht mehr reden, ich bin schon komplett... Die Stimme... Ausgeleiert. Mein Hals tut schon weh. Ja. Ja, bei jetzt mir geht's noch ein bisschen nicht. Gewohnt, bei Livestreams dabei zu sein. Ich merk's zwar irgendwie ein bisschen, dass ich heiser bin, aber... Also, heiser nicht. Ja, wie sagt man eigentlich? Stimme Scheiße. Verschlagen. Weiß nicht. Ich merk's zwar ein bisschen, dass es schon ein bisschen kommt. Aber ich glaube, 2 Stunden könnte ich. Ja, es geht schon länger, ne? Wenn du es gewohnt bist, das, du musst dich dran gewöhnen. Ich bin das leider nicht gewohnt, weil das Stream sehr viel länger ist. Also, ich habe noch nie eine Leistung gehabt, weil ich glaube, dass mein Internet dazu zu schlecht wäre. Ja, viel zu schlecht. Ja, aber wie bei mir zum Beispiel, eh mit den Videos und so, ne? Ey. Ja. Früher aber ich war das Hochdeutsch richtig schwer für mich. Ja. Also wie hat es eigentlich angefangen? Ich habe eigentlich jeder Nico kennengelernt. Der vorhin da war, der... Müssen wir abbiegen, ne? Lucario. Frozen Lucario, ja genau. Den habe ich kennengelernt in Minecraft. Bei Sky... Wie heißt das nochmal? Skycraft, nee. Sky PvP? Ne, wo man in der Himmel Skyfall, so... Skyblock. Skyblock, genau. Haben wir uns mal kennengelernt auf dem Server, weiß ich aber nicht mehr welchen Server. Mein Michi? Nee, das bestimmt nicht. Da hatte ich Minecraft auch noch nicht so lange, das war kurz eigentlich am Anfang. Auf jeden Fall, der hieß da früher Indiana Creep LP. Muss ich jetzt ehrlich sagen, die Geschichte mit dem war eigentlich, die Freundschaft mit ihm war... Ja, die Freundschaft, wie wir uns gebildet haben mit der Freundschaft. Ey, das ist echt geil. Richtig geil abgelaufen. Auf jeden Fall war das so. Wir haben uns in Minecraft kennengelernt, also am Sky-PvP, Skyblock gespielt. Haben uns auf einmal so kennengelernt, haben gedacht, hey, ich brauche eh noch jemanden auf der Insel, willst du vielleicht mitbauen, ne? Ja, und dann ist er auf meine Insel gekommen. Haben wir miteinander gebaut, dann ging es schon los. Also gleich, da hab ich ihn angeschrieben. Und gleich danach haben wir nach Skype gefragt, ob der eine Skype hat, ne? Ja, gleich geedet und erstmal geredet, ne? Dann die erste Nacht richtig geil gezockt mal. Und so ging es dann weiter, bis wir dann mal Hände nehmen und so alles austauschen. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber. Ja, und jetzt, ich glaube, wir kennen uns jetzt bestimmt schon seit 3 Jahren. Ich weiß zwar nicht genau wie lange, aber 3 Jahre sind es bestimmt schon. Und die Freundschaft mit ihm, das war echt geil. Wir haben richtig viel gezockt und dann hat er natürlich, er hat zu der Zeit schon einen YouTube-Kanal gehabt, hat auch Videos gemacht, ich noch nicht, weil mein PC noch nicht der beste war. Und dann wie heißt denn der Kanal? Ja, er hat jetzt schon wieder einen anderen, kann ich dir später schreiben. Auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt, ja, haben wir immer gezockt, er hat Videos aufgenommen, ich habe ein bisschen mitgemacht, ne, also eh mit dem Drecksmikrofon, das ich früher mal hatte. Das schlechteste Mikrofon. Dann habe ich mir das Auna-Mikrofon geholt. Das war dann schon ein richtig gutes. Und dann kam erst das Rode NT1A, aber das habe ich jetzt schon 2 Jahre. Also, ja, nicht so lang. Auf jeden Fall, dann habe ich auch schon langsam angefangen, als ich meinen besseren PC hatte, hatte ich schon langsam angefangen, mal Minecraft aufzunehmen. Ja, ein bisschen so Minecraft aufnehmen. Nee, angefangen hat es eigentlich mit GTA, das weiß ich noch, auf der Xbox 360. Habe ich einfach so meine Webcam hingestellt und habe so ein Bildschirmfoto gefilmt. Alter.
Die Audioqualität, da will ich erst gar nicht reden, aber das ist eigentlich bei jedem am Anfang, ne? Und ich habe das Geld nicht dazu gehabt, dass ich mir zum Beispiel die Game Capture kaufe, ne? Und das Geld hatte ich einfach nicht. Da habe ich mir gedacht, ja, hätte auch keinen Sinn gehabt. Und ja, dann war es so, ja, und dann habe ich mit Minecraft auch schon angefangen, so eine eigene Map mit Mods und so ein bisschen angefangen, eine Map zu bauen. Auf meinem alten Kanal noch, auf dem Alexander Let's Play Kanal. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, fange ich vielleicht mal mit einem neuen Kanal an. Das war dann der Adapter-Kanal, der war ungefähr vor 1,5 Jahren hat das angefangen. Und in der Zeit, wo ich eigentlich meinen Kanal betrieben habe, war ich mit dem Nico kaum beieinander. Also habe kaum geredet, ja, nie so wirklich Zeit gefunden und nie so wirklich Bock gehabt. Und ja, das war eigentlich lange dann weg, die, also Freundschaft nicht, aber geredet haben wir eine längere Zeit nicht. Und dann hat es aber angefangen, wieder jetzt vor ein paar Wochen, hat es dann angefangen, dass wir einfach mal wieder zum Reden begonnen haben, ne? Und jetzt haben wir uns beide gedacht, weißt du was, klatschen wir den Hammer auf den Tisch und fangen mal gemeinsam Videos aufzunehmen. Anfangen. Geiler Text. Ja, einfach mal angefangen, Videos aufzunehmen. Haben wir beide noch nie gemacht, haben noch keine Zeit gefunden, aber jetzt hat er mir vorhin schon geschrieben, ob ich Bock habe. Ich weiß es noch nicht, ne? Aber für alle, die es jetzt auf YouTube sehen, ihr könnt euch schon mal bereit machen mit einem richtig geilen und sympathischen jungen Herren Videos aufzunehmen. Alles klar. Das war die Geschichte. Und ja. Er meint aber nicht mich. Nee, du bist nämlich dumm. Nee, natürlich nicht. Du bist. Du bist einer, der. Der immer Automat ist leer. Was? Alex. Was steht das wirklich dort? Ja, kein Wunder, Alter. Bei mir geht's noch. Alter, ja, er legt erstmal 10 Dosen da unten hin. Ja. Und mit dem wunderschönen Getränk, mit dem Spreit, hören wir auch dann schon zum Stream auf. Mit der wunderschönen Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ey, die war ja so herzenszerbrechend. Ne? Du hast dich ja Adapter D genannt, weil dir ein Lied so gefallen hat, das auch Adapter D. Ja, genau, von Arma 3 gab's einen Soundtrack, das hieß einfach Adapter. Und ich war wirklich tagelang am Überlegen, was soll ich mir für einen Namen nehmen. Und weil ich gerne das Lied Adapt gehört habe von Arma 3, den Soundtrack, habe ich mir einfach gedacht, ey, mein Lieblingslied von Arma, höre ich sehr gerne. Kombiniert mit HD. Ist ein geiler Name. Und da habe ich mir einfach gedacht, weißt du was, klatscht einfach noch ein HD hinten dran, weil ich in HD immer hochlade. Ich glaube, ich habe gar kein Video in 480p oder drunter. Alles in HD. Mindestens 720p. Und ja, das war. Ja, hat's dann so angefangen, ne? Und jetzt mittlerweile habe ich die 130. Würde mich natürlich freuen, wenn ich mehr habe. Bald werden dann auch nochmal Videos mit dem. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat früher und macht's auch jetzt noch. Funny Moments aufgenommen. Also ich will jetzt nicht zu viel über andere YouTuber reden, aber man kann ruhig mal Werbung auch für andere machen, finde ich. Also ich finde das immer geil, ne? Man muss nicht immer nur Werbung für kleinere YouTuber machen, sondern kleinere YouTuber können auch ein bisschen größere zum Beispiel Werbung machen, ne? Ja. Und mit dem kann es auch sein. Wählt Adapter.D. Nee, aber das kann sein, dass bald auch mal mit dem Videos kommen. Funny Moments oder einfach so, nur so spaßig irgendwas aufnehmen. Stream kann natürlich alles dabei sein. Und zwar ist das der liebe, es ist so spannend, der Name gerade, ne? Ich weiß nicht, ob ihn viele kennen, aber er hat auch mit größeren YouTubern aufgenommen. Und zwar der gute Memento Mori LP. Ja, genau. Der hat ja auch zwei Kanäle, Funny Moments Kanal und einen normalen Kanal, wo er einfach Let's Plays hochlädt. Vielleicht könnt ihr auch mal bei dem vorbeischauen, würde mich auch freuen. Also, er ist auch ein richtig netter Kerl. Kommt auch aus Österreich. Ich weiß nicht, wo er genau wohnt, aber er wohnt in der Nähe. So. Ja. Ja, aber mit Spoiler. Der Herzenszer.
genau. Mit dieser herzenserbrechenden Geschichte und Werbung für andere YouTuber hören wir jetzt auch schon mal auf mit dem Stream. Hat mir richtig gut gefallen. Ich würde mich richtig freuen, wenn es das nächste Mal auch wieder so laufen wird. Wann das sein wird, vielleicht am Sonntag, vielleicht nächste Woche. Ob ich zu Weihnachten auch mal streamen kann, leicht sein. Am 24. Da wird es aber dann in der Früh sein. Wir hatten uns die Hände. Ja, genau. Und ja, also der Stream heute war eigentlich wunderbar. Hat mich richtig gefreut. So viele Kommentare, richtig viele Fragen. 5 Zuschauer maximal, was wir, glaube ich, gehabt haben. Fast 3 Stunden Stream. Wir haben 2 Follower dazu bekommen. Also wie hässlich du aussiehst, ne? Im Spiel. Danke. Ja. Auf jeden Fall. Der erste GTA-Stream. Ja. In 720p. Also hat mich richtig gefreut. Wunderschöner Stream. Und sonst. Danke fürs Zuschauen. Für alle, die es noch nicht wissen, unten in der Infobox könnt ihr jetzt mal. Bei den Infos könnt ihr. Was denn? Ja, da wo die Regeln stehen, ist gleich darunter ein Button vom YouTube-Logo. Da könnt ihr natürlich draufklicken und kommt direkt auf den Kanal. Wird heute... Ja, kann sein, dass das heute noch hochgeladen wird, dass es heute noch sichtbar wird auf YouTube. Auf jeden Fall diesen kompletten Stream. Für alle, die nicht dabei waren, können sich den Stream nochmal anschauen. Und ja, er hat mich richtig gefreut, dass ihr dabei wart. Und sonst danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt mal eine Übereinstimmung. Stell dich so mal auf. Oder nee, mal, warte mal, ins Rampenlicht. So hin. Drehen wir uns um. Genau. Und sag danke fürs Zuschauen. Dreh dich hin. Bleib mal stehen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Also hinten nach. Spaß gemacht. Ciao, ciao. Spaß gemacht. Wunderschönen Freitagabend noch. Tschüss.